Lauf! Echt! Es ist nicht sicher draußen. Ein Säbelzahntiger lauert umher. Also Vorsicht! Was machst du? Nicht spähen! Okay, nur einmal, ganz kurz. Wie kann das sein? Frage nicht. Du bist in der virtuellen Realität natürlich. Diese coolen, aber sehr gefährlich aussehenden großen Katzen lebten während der letzten Eiszeit. Was, wenn sie aus dem Nichts vor deiner Tür auftauchen würden? Klopf, klopf! Eine Säbelzahnkatze wartet, dass du ihre Kekse kaufst. Der Quastenflosser, dieser riesige Fisch, stammt aus einer Gruppe, die es seit über 300 Millionen Jahren gibt. Man dachte, die gab es nicht mehr, also bis 1938, als ein lebendiger Quastenflosser wieder gefunden wurde. Seitdem streifen sie durch die Gewässer der Ostküste Afrikas und die Gewässer von Sulawesi, Indonesien. Mann, ich möchte nicht schwimmen gehen und einen dieser Typen face-to-face treffen. Ihr Kiefer hat ein intrakranielles Gelenk, das heißt, dass sich ihr Mund sehr weit öffnet. So können sie große Beute fressen, wie ich. Nicht gut. Sie sind riesengroß. Stell dir einen Fisch vor, der so lang ist, wie du groß bist und so viel wiegt wie ein durchschnittlicher Mensch. Die Takae, ein nicht fliegender Vogel, wurde 1898 für ausgestorben erklärt. Sie sind sehr süß, klein und bunt, normalerweise nicht höher als deine Knie. Aber stell dir vor, du wanderst in den Murchison-Bergen, schaust dich um und siehst den Vogel, den du für ausgestorben hieltest. Doch da sind sie, glücklich wie immer, lebendig und chillend. Eine ganze Takaen-Kolonie wurde gefunden, und zwar 50 Jahre, nachdem sie für ausgestorben erklärt wurde. Herzlichen Glückwunsch, ihr Vögelein! Ein singender Hund, schon mal davon gehört? Riley singt manchmal, wenn er gelangweilt oder hungrig ist. Aber diese sind echte Künstler, Neuguinea-Dingos. Sie wurden vor kurzem zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder in der Wildnis entdeckt. Dennoch waren sie nie völlig ausgestorben. Die Neuguineas sorgten dafür, dass sie neben ihnen überlebten. Aber in der Wildnis? Ganz selten und sehr schwer zu erkennen. Schau mal, da läuft einer. Die Neuguinea-Dingos werden wegen ihres berühmten hohen Tonhöhengesangs singende Hunde genannt. Manchmal singen sie auch zusammen. Eine Art Hundechor, wo sie alle zusammen heulen. Ich wette, sie singen besser als ich in der Dusche. Nicht weit weg von diesem Gebiet gibt es Fledermäuse. Aber die unterscheiden sich von den anderen. Schau mal, ihre Ohren sind gigantisch. Ich glaube, deswegen werden sie Neuguinea-Langohren genannt. Clever! Diese Spezie wurde wiederentdeckt, als eine von ihnen zufällig in eine Fledermausfalle gelang. Bis dann, nehme ich an, haben sie mit uns Verstecken gespielt. Denn bis 1890 dachte man, die gab es nicht mehr. Sie sind immer noch nicht außer Gefahr wegen Lebensraumverlust. Stell dir vor, du entdeckst ein Fossil von einer Art, von der du dachtest, sie sei seit langer Zeit ausgestorben. Und dann, zwei Jahre später, wird eine ganz lebendige Gruppe dieser Art gefunden. Naja, genau das passierte 1977 mit der Mallorca-Geburtshelferkröte. Sie ist bräunlich gefärbt und hat dunkelbraune Flecken auf der Haut. Ansonsten ist sie nur eine kleine Kröte mit Kulleraugen. Die Gruppe der lebenden Kröten wurde in der Nähe vom Fossil der Insel Mallorca gefunden. Es sind nicht viele von ihnen übrig geblieben. Eigentlich sind es ungefähr 500. Und im Moment werden sie von der Weltnaturschutzunion für gefährdet erklärt. Bist du ein Schildkrötenfan? Bestimmt wirst du einer sein, wenn du dir diese Schönheit anschaust. Das ist die Fernandina-Insel Galapagos-Schildkröte. Seit 1906 war sie nicht mehr zu sehen. Aber am 17. Februar 2019 konnten wir uns endlich eines dieser wunderschönen Geschöpfe ansehen. Sie ist wahrscheinlich mit einigen Kumpeln da draußen. Aber die lässt sich auch nicht sehen. Nur wegen einiger Spuren und Gerüche wissen wir, dass sie existieren. Jetzt noch ein Frosch, der gehörnte Beutelfrosch. Sie sind in Ecuador verbreitet und zwar im Chocó-Regenwald. Sie werden wegen ihrer ausgeprägten Hörner direkt über ihren Augen so genannt. Erinnerst du dich an die Beutel, in denen Kängurus ihren Nachwuchs tragen? Naja, das Weibchen des gehörnten Beutelfrosches hat auch so einen. Aber auf dem Rücken, also wie eine Art Rucksack. Sie entwickeln dort ihre Embryonen und wenn sie bereit sind herauszukommen, schlüpfen sie als komplette Jungtiere aus. Im Gegensatz zu normalen Fröschen, die als Kaulquappen beginnen. Noch eine Kröte. Die Sternenkröte oder Harlekinkröte. Sie sind schwarz mit vielen weißen Flecken bedeckt. Seit 30 Jahren verloren, wurden sie 2019 wieder entdeckt. Stell dir vor, sie sind die großen Bodyguards, Leibwächter des Wassers, um genau zu sein. Oh, da ist noch eine sehr große Kröte auf deinem Bildschirm.
Naja, für die Ahuaku-Leute sind sie genau das, Wächter des Wassers. Sie haben sogar ihre eigenen Namen für das Tier. Guna. Klingt nach Käse. Als die Wissenschaftler sie wiederfanden, stießen sie auf 30 dieser kleinen Kreaturen. Aber anfangs erwarteten sie nur eine. Was für eine schöne Überraschung. Jetzt ein Tiger für dich, der aber nicht wie ein typischer Tiger aussieht. Das ist der Beutelwolf oder der tasmanische Tiger. Und der schien seit 1936 verschwunden zu sein. Aber dann begannen die Leute aus dem Nichts, sie wieder in der Wildnis zu sehen, vor nun 7 Jahren, 2016. Sie ähneln eher Hunden als Tigern oder vielleicht den Füchsen. Schau mal seine Schnauze genauer an. Vielleicht sogar eine Mischung aus beidem? Dann tauchten auch ein paar andere auf. Und wenn du zufällig denkst, du siehst einen direkt vor dir, aber du bist nicht ganz sicher, ob er Streifen auf dem Rücken hat? Sie sind definitiv da draußen. Aber technisch gesehen gelten sie für die Weltnaturschutzunion immer noch als ausgestorben. Okay, stell dir ein Pferd vor, das so aussieht, als ob es direkt aus einer Filmszene kam. Winziges, wunderschönes Fell. Sehr brav. Es ist winzig, aber es ist kein Pony. Das ist ein kaspisches Kleinpferd. Sie haben eine interessante Hintergrundgeschichte. Sie wurden von Louise Leyland entdeckt, die 1957 einen Aristokraten heiratete. Nachdem sie nach Teheran, Iran umgezogen war, war sie damit nicht zufrieden, wie sich die Pferde dort benahmen. Also nahm sie die Sache selbst in die Hände. Sie nahm einige Leute auf den Kaukasus mit und dort fanden sie 3 dieser kleinen, schönen Pferde. Das ist, wie sich die Geschichte abgespielt hat. Als nächstes ein Opossum, das in einem unerwarteten Ort gefunden wurde. Kannst du raten, wo? Du hast 3 Optionen zur Auswahl. Versteckt in einem Skiort, im australischen Outback oder in jemandes Wohnung im Badezimmer. Was wählst du? Du hast 3 Sekunden. Die richtige Antwort ist im Skiort. Ja, dieses Opossum ist der Bergbilchbeutler und stammt aus Australien. Bisher fand man 3 verschiedene lebende Populationen dieses winzigen Opossums. Aber bis 1966 wurde angenommen, dass es ausgestorben ist. Es gibt weniger als 100 von ihnen. Deshalb erklärte sie die Weltnaturschutzunion vom Aussterben bedroht. Aus Australien stammt auch der Nachtsittich. Ein absolutes Vergnügen für Vögelbeobachter. Sehr schön, doch geheimnisvoll leben diese kleinen Kerle in sehr abgelegenen Gebieten. Du kannst wahrscheinlich an den Fingern einer deiner Hände zählen, wie oft diese Vögel gesehen wurden, seit sie 1979 wieder gefunden wurden. So selten kommen sie vor. Hast du je einen Zwergkobold-Maki gesehen? Ich auch nicht. Nur 2008 wurden 3 von ihnen gefangen. Wissenschaftler wollen ihre Bewegungen nicht wieder aus den Augen verlieren. Deshalb haben sie ihnen kleine Halsbänder geschenkt. So können sie glücklich wie eh und je leben und wir wissen, dass sie sicher sind. Der letzte, von dem ich dir erzählen möchte, ist der Baumhummer, der trotz seines betrügerischen Namens kein richtiger Hummer ist. Sie sind nur sehr große schwarze Käfer mit riesigen Beinen. Die Geschichte ihres Aussterbens ist traurig. 1920 blieb ein Frachtschiff an der Lord Howe-Insel stecken und es hatte Ratten an Bord. Diese Ratten flohen vom Schiff und rannten direkt an Land. Obwohl Baumhummer größer sind als die meisten Insekten, sind sie im Vergleich mit Ratten relativ klein. Die Armen hatten keine Chance. Doch 2004 lächelte diesen seltsamen Kreaturen das Glück wieder zu. 2 australische Wissenschaftler waren auf der Insel unterwegs und stießen auf 24 von ihnen. Alle lebten unter einem einzelnen Strauch. Hey, wenn da genug Platz für alle ist, ist er nicht klein, sondern gemütlich. Fazit: Es ist besser selten, als ausgestorben zu sein. Nicht wahr? Na, auf der Suche nach was Schleimigem? Viele Menschen glauben ja, dass Schnecken einfach nur Nacktschnecken mit Haus sind. Sie mögen sich ähnlich sehen, doch es sind völlig verschiedene Arten. Nacktschnecken brauchen kein Haus zum Schutz, da all ihre Organe in ihrem schleimigen Körper liegen. Sie können sich dünn machen und in die kleinsten Ritzen kriechen, wie unter Baumrinde oder in schmale Risse. Schnecken hingegen sind fest mit ihrem Haus verbunden und können ohne es nicht überleben. Im Gegensatz zu Einsiedlerkrebsen, die ihr Haus während des Wachstums wechseln, werden Schnecken mit dem Haus auf dem Rücken geboren. Babyschnecken sehen mit ihren zerbrechlichen, durchscheinenden Häuschen, die im Laufe der Zeit verkalken und wachsen, unendlich süß aus. So niedlich. Viele innere Organe der Schnecke befinden sich im Schneckenhaus. Wird es zerquetscht oder beschädigt, überlebt das Tier es vermutlich nicht.
Kleinere Risse und Kratzer kann sie jedoch durch die Sekretion von Proteinen und Kalzium reparieren. Schildkröten sind in dieser Hinsicht den Schnecken sehr ähnlich, da sie entgegen einem beliebten Irrglauben ihren Panzer ebenfalls nicht ausziehen können. Der Panzer ist ein wesentlicher Teil des Körpers. Das Tier kann zwar Kopf und Gliedmaßen zum Schutz vor Fressfeinden einziehen, aber das Skelett ist fest mit dem Panzer verbunden. Wie das Skelett bei anderen Tieren wächst auch der Panzer einer Schildkröte mit. Koalas essen nur Eukalyptusblätter. Es gibt über 600 Eukalyptussorten, aber Koalas fressen davon lediglich 30 Arten, also 5% des verfügbaren Angebots. Es muss also schon ein ganz besonderer Eukalyptusbaum sein, um dem Koala als Nahrung dienen zu können. Diese knuffigen Tiere haben auch etwas mit Katzen gemeinsam. Sie schlafen 18 bis 20 Stunden am Tag. Eisbären sind gar nicht weiß. Ihre Haut unter dem Fell ist schwarz. Ihre weiße Färbung dient der Tarnung während der Jagd. Die schwarze Farbe absorbiert die Sonne besser als jede andere. Weißes Fell wiederum hält die Sonnenstrahlen nicht auf. Sie dringen einfach hindurch. Im Prinzip hat ein Eisbär transparentes Fell. Es existiert der Mythos, dass Katzen und Hunde die Welt nur in Schwarz-Weiß sehen würden. Tatsächlich können sie einige Farben nicht unterscheiden. Wir vermuten, dass es Blau und Gelb sind. Dafür sehen sie die Schattierungen anderer Farben deutlich besser als wir. Und Katzen können in der Nacht ganz besonders gut sehen. Sie benötigen etwa 7-mal weniger Licht als Menschen, um im Dunkeln etwas sehen zu können. Giraffen wurden immer für stumm gehalten. Doch kürzlich fand man heraus, dass sie nachts tieffrequente Geräusche machen, um miteinander zu kommunizieren. Am Tage sind sie still und warnen einander auf sehr ungewöhnliche Art und Weise. Sie bewegen ihre gut entwickelten Augenbrauen. In der Nacht ist es vermutlich schwer, die Augenbrauen der anderen zu erkennen, also machen sie doch mal den Mund auf. Da wir gerade bei Giraffen sind, diese Tiere schlafen mehr als 30 Minuten am Tag, aber vermutlich nicht so viel wie du. Ihr Schlafmuster ist recht typisch. Forscher untersuchten eine Giraffenherde und fanden heraus, dass sie nachts schliefen und am Nachmittag kurze Nickerchen hielten. Insgesamt schläft eine Giraffe etwa 5 Stunden am Tag. Aber es scheint doch genug für diese majestätischen Tierchen zu sein, meinst du nicht? Seemöwen können Salzwasser trinken. In der Nähe ihrer Augen haben sie salzsezernierende Drüsen. Diese Drüsen reinigen das Meerwasser sehr schnell. Das salzige Sekret wird über die Nasenöffnungen abgegeben. Du hast es erraten, salziger Schnodder. Adelie-Pinguine sind wahre Romantiker. Sie haben ihr Leben lang nur einen Partner. Das Männchen schenkt dem Weibchen einen glatten Stein, um eine Familie zu gründen. Man könnte sagen, als eine Art Verlobungsring. Allerdings können die Weibchen genauso wie Frauen das Geschenk ablehnen. Apropos Tierliebe, auch Füchse sind romantisch. Männliche Füchse sind gute Väter und Ehemänner. Sie sind stets für ihre Liebsten da. Sie sorgen sich um die Weibchen und entfernen ihnen Flöhe aus dem Fell, bessern den Fuchsbau aus und nehmen an der Jungtieraufzucht aktiv teil. Delfine können mit einem offenen und einem geschlossenen Auge schlafen. Das halbe Gehirn träumt, während die andere Hälfte nach Gefahren Ausschau hält. Das perfekte Gehirn zum Schlafen während langweiliger Unterrichtsstunden und Meetings. Oh, habe ich das laut gesagt? Außerdem kontrollieren Delfine aktiv ihre Atmung. Würde das ganze Gehirn schlafen, würden sie einfach ertrinken. Seeotter sind beim Schlafen die niedlichsten Tiere von allen. Im Sommer verbringen sie wegen der Hitze den ganzen Tag im Wasser. Sie schwimmen auf dem Rücken und schlafen auch in dieser Position. Ihre Babys schlafen auf dem Bauch der Mutter. Und 2 ausgewachsene Otter halten sich an den Pfötchen, um nicht von Strömungen davongetragen zu werden. Strauße stecken nicht den Kopf in den Sand, wenn Gefahr droht. Sie vergraben ihren Kopf überhaupt nicht. Dieser Mythos hat wohl eher mit der Redewendung den Kopf in den Sand stecken zu tun. In Wahrheit buddeln Strauße Löcher, um ihre Eier abzulegen. Damit die Eier gleichmäßig warm bleiben, müssen sie hin und wieder gewendet werden. Wie in der Pfanne. Dafür steckt der Strauß seinen Kopf in das Loch. Trotzdem haben Strauße eine seltsame Fluchtstrategie. Bei Gefahr schmeißen sie sich reglos in den Sand und stellen sich tot. Es ist ein Irrglaube, dass Haie nur beim Schwimmen atmen können, weil nur dann Wasser durch ihre Kiemen strömt. Viele Haiarten sind zwar so gebaut, aber viele andere, wie der am Meeresgrund lebende Ammenhai, brauchen sich nicht bewegen, um Wasser durch die Kiemen zu pumpen. Allerdings haben Haie keine Schwimmblase. Hören sie auf zu schwimmen, sinken sie einfach zum Grund. Doch da ihr Körper nicht komprimiert werden kann, schadet schnelles Auf- und Abtauchen ihnen nicht. Wissenschaftler aus Japan spielten Katzenaufnahmen vor, um zu beweisen, dass sie einfach respektlos sind.
In diesen Aufnahmen riefen die Besitzer ihre Tiere beim Namen. Die Pupillen der Katzen weiteten sich und sie wackelten mit Schwanz, Beinen oder Ohren. Sie hörten also sehr wohl ihren Menschen, ignorierten ihn aber. Alles eine Sache der Evolution. Die Katzen kamen zu den Menschen, weil sie von den Mäusen im Getreide angezogen wurden. Sie lebten bei Menschen, wurden aber nie gezähmt und trotzdem füttern wir sie. Vögel sind die einzigen überlebenden Dinosaurier. Sie entwickelten sich aus Theropoden, den Dinosauriern, die auf zwei Beinen liefen. Ja, T-Rex ist ein ferner Verwandter von Hühnern, Straußen und sogar Kolibris. Eigentlich sind Flamingos weiß. Die Vögel werden erst durch Beta-Carotin rosa. Das Pigment befindet sich in ihrer Nahrung aus Algen und Krebsen. Auch du kannst deine Hautfarbe beeinflussen. Wenn du viele Möhren isst, verfärbt sich deine Haut leicht orange. Der Grund dafür ist der hohe Beta-Carotin-Gehalt in diesem Gemüse. Seefahrer auf der ganzen Welt berichteten von Riesentintenfischen, denen sie auf ihren Reisen begegnet sein wollten. Viele Jahre lang hielt man diese Monster mit langen Tentakeln für Seemannsgarn. Doch 2004 entstand das erste Foto eines Riesenkalmars. Sie existieren wirklich. Wissenschaftler haben ein Tier erfasst, das 13 Meter lang war. Mücken beißen manche Menschen lieber als andere. Die leckersten Menschen haben die Blutgruppe 0. Diese Insekten können auch verdammt gut sehen. Sie finden die Farben grün, schwarz und rot anziehend. Überlege dir also gut, was du beim Zelten anziehst. Du kannst einen Hai für 15 Minuten in Trance versetzen. Dazu musst du nur die Nase dieses gefährlichen Tiers streicheln. Diese Art der Hypnose wird als tonische Immobilität bezeichnet. Grund dafür sind Rezeptoren in der Nase, die beim Streicheln so viele Signale abfeuern, dass das Gehirn des Hais sie nicht verarbeiten kann. Die Frage ist nur, wie du nah genug an die Nase eines Hais kommst, um sie zu rubbeln. Das wäre doch mal eine wichtige Info, oder? Elefanten haben nicht direkt vor Mäusen Angst. Aber diese mächtigen Tiere sehen einfach schlecht. Und sie bewegen sich recht langsam. Daher können sie sich leicht vor einem Vogel oder einem kleinen Wesen wie einer Maus, das an ihnen vorbeisaust, erschrecken. Überraschungsmoment, weiter nichts. Das Chamäleon kann seine Farbe verändern. Aber das tut es nicht, um sich zu tarnen. Die Farbveränderung dient der Thermoregulation und Kommunikation mit Artgenossen. Bei den meisten Hunden, die hecheln, hängt die Zunge lang raus. Viele Menschen denken, dass sie auf diese Weise schwitzen. Doch die Schweißdrüsen sitzen bei Hunden an den Pfoten. Es gibt auch noch an anderen Körperstellen Schweißdrüsen. Hunde hecheln, um Feuchtigkeit von der Zunge, der Nasenschleimhaut und dem Totraum der Lunge verdunsten zu lassen. Dadurch kühlen sie sich. Du magst dich zwar von Wespen fernhalten wollen, aber verlasse dich nicht darauf, dass sie es dir gleich tun. Bienen respektieren die Grenzen der Menschen. Wenn du sie nicht ärgerst, tun sie dir auch nichts. Aber Wespen sind so übellaunig, dass sie dich auch stechen, wenn du nur an ihrem Nest vorbeigehst. Also wirklich, schämt euch! Sieht wie ein normaler Garten aus, oder? Zoom ein bisschen näher rein. Mehr. Noch ein bisschen. Okay, schwenke jetzt nach rechts. Nein, das andere rechts. Bingo! Was siehst du da? Einen Stock? Warte kurz. Ah, da ist sie ja. Sie tarnt sich gut. Wusstest du, dass die Gottesanbeterin eine Bestie in der Insektenwelt ist? Ganz oben auf ihrer Speisekarte stehen andere Insekten. Und Vögel. Und Frösche. Sogar Mäuse. Diese Mini-Bestie gibt es in verschiedenen Größen und Farben. Du kannst ihnen überall auf der Welt begegnen. Die meisten von ihnen sind grün oder braun. So verschmelzen sie quasi mit ihrer Umgebung. Andere tarnen sich gerne etwas ausgefallener, aber immer passend zum Anlass. Diese mächtigen Insekten sind übrigens die besten Freunde der Landwirte, weil sie das Ungeziefer fressen und Parasiten fernhalten. Die Gottesanbeterin ist sozusagen die Putzfee der Felder. Schau mal, sie macht sich auf den Weg zum nächsten Ast. Ihre langen Vorderbeine fungieren als Greifer und Haken, mit denen sie sich an allem festhalten kann. An ihren Beinen sind auch scharfe Stacheln dran. Von ihr möchte ich nicht in den Schwitzkasten genommen werden. Ihre Hinterbeine sind zwar dünn, aber stark genug, um sich auf alles zu stürzen, was ihr schmecken könnte. Es gibt kein Entkommen. Sie sehen also nicht nur fies aus, sondern sind auch schnell. So schnell wie ein Wimpernschlag. Dadurch fangen sie ihre Mahlzeiten, ohne ins Schwitzen zu geraten. Ziemlich flott und sie verschwenden ungern Zeit. Sie verputzen ihr Mittagessen, solange es noch lebt. Igitt. Aber genug von der Gottesanbeterin. Schauen wir uns mal den Boden an.
Sieh mal da im Gras, da ist eine Schlange. Ein schlaues Tierchen. Sie ist aber nur eine kleine Schlange, etwa 30 cm lang und frisst nichts, was nicht auf ihrem Speiseplan steht. Sie ernährt sich von kleinen Insekten, Vögeln und Mäusen. Jetzt schlängelt sie den Baum hoch. Sie hat ja keine Ahnung, dass dort die Gottesanbeterin als Zweig getarnt auf sie wartet. Die Gottesanbeterin sieht alles, weil sie ihren dreieckigen Kopf um 180 Grad drehen kann. Außerdem hat sie zwei Facettenaugen und noch drei einfache Augen, die dazwischen gequetscht sind. Angst vor Augenkontakt hat sie definitiv nicht. Die Schlange gleitet den Baumstamm hinauf und nähert sich der Gottesanbeterin. Dann blicken sie sich in die Augen. Die Schlange stürzt sich auf die Beine der Gottesanbeterin. Sie rutscht aus und fällt vom Baum. Aber sie schafft es, sich an einem kleinen Ast festzuhalten und ihr Gleichgewicht zu finden. Jetzt nimmt sie ihre typische Kampfhaltung ein. Das ging schnell. Keine Vorbereitung, kein Aufwärmen, nichts. Die Schlange schlängelt sich nach unten und schon stehen sie sich wieder gegenüber und starren sich an. Wer wird den ersten Schritt machen? Eine Gottesanbeterin hebt normalerweise ihre Arme in die Luft und breitet ihre hinteren Flügel aus, um größer zu wirken, wenn sie sich bedroht fühlt. Erinnerst du dich an den Film Karate Kid? Ja, genau so macht sie das. Aber nicht heute. Sie ist selbstbewusst genug, um es mit dieser mickrigen Ringelnatter aufzunehmen. Die arme Schlange weiß nicht, was sie erwartet. Sie hat es wohl noch nie mit einem so fremdartigen Wesen zu tun gehabt. Sieht doch aus wie ein leckerer Stock. Verwirrend. Nach einer Sekunde macht die Schlange einen Vorstoß. Sie öffnet ihr Maul und versucht, die Gottesanbeterin zu beißen. Verfehlt! Die Gottesanbeterin weicht aus und packt den Hals der Schlange, um zuzubeißen. Aber die Schlange kann sich trotz der scharfen Stacheln an den Beinen der Gottesanbeterin befreien. Die Schlange ist frei, aber sie ist verletzt. Die Stacheln haben ihre dicke Haut durchbohrt. Ein Punkt für die Gottesanbeterin. Doch die Schlange gibt nicht so schnell auf. Sie überrascht die Gottesanbeterin mit einer Schleichbewegung. Aber mit einem Sprung rettet sie sich und bringt die Schlange zur Strecke. Diese Gottesanbeterin ist stärker als eine hungrige Schlange. Technisches K.O., würde ich sagen. Die Schlange hatte nie eine Chance. Und was, wenn die Gottesanbeterin es mit einer Hornisse zu tun hätte? Dann wäre der Kampf vielleicht nicht so schnell vorbei. Das wollen wir wissen. Ein fliegendes Biest mit einem kräftigen Stachel gegen eine schnellfüßige Kampfmaschine mit Klauen. Okay, wir haben Zeit. Los geht's! Die Gottesanbeterin steht regungslos wache. Sie dreht ihren Kopf und alle fünf Augen scannen den Himmel, den Boden, beobachten und warten. Bis jetzt nichts. Nichts passiert am Boden und der Himmel ist klar. Dann fegt ein schneller Schatten über den Himmel. Die Gottesanbeterin konnte nicht erkennen, was es war. Ein Summen, ein Farbblitz, aber dieses Mal von hinten. Irgendetwas spielt mit der Gottesanbeterin und versucht, sie mürbe zu machen. Aber sie bleibt standhaft. Eine echte Gottesanbeterin weicht nicht zurück. Dieses Mal fliegt die Hornisse direkt an ihr vorbei. Die surrenden Flügel lassen sie wie einen Mini-Hubschrauber klingen. Die Gottesanbeterin ist vorbereitet und checkt ihre Ausrüstung nochmal. Sie wetzt ihre Vorderbeine, damit auch alles kampfbereit ist. Es ist ein Geduldsspiel. Mal sehen, wer zuerst Schwäche zeigt. Die Hornisse stürzt sich auf die Gottesanbeterin und versucht, sie zu stechen. Aber sie ist schnell. Schnell genug, um auszuweichen, aber nicht schnell genug, um die Hornisse zu packen. Sie muss warten, bis sie wieder vorbeikommt. Dann ist sie dran. Die Gottesanbeterin muss den richtigen Zeitpunkt abpassen. Wenn sie den perfekten Winkel erwischt, kann sie die Hornisse packen und sie zu Boden ringen. Aber die Hornisse ist schlau. Sie kommt immer wieder aus einem anderen Winkel und mal schneller und mal langsamer an. Die Gottesanbeterin ist gewohnt, ihren Gegner aus dem Hinterhalt anzugreifen. Sie wartet nicht gerne darauf, gestochen zu werden. Immerhin, sie ist schnell genug, um alle Angriffe abzuwehren. Noch ein Angriff. Die Hornisse überrascht die Gottesanbeterin von hinten. Sie wirft sie zu Boden. Der Stachel der Hornisse verfehlt sie nur knapp. Die Gottesanbeterin erkennt ihre Chance. Sie steht wieder auf, aber eines ihrer Hinterbeine ist verletzt. Das könnte ein Vorteil für die Hornisse sein, denn die Gottesanbeterin braucht beide Hinterbeine, um sich abzustützen und zuzuschlagen. Sie wackelt ein bisschen, aber sie versucht nicht schwach zu wirken. Geschwindigkeit und Gegenangriffe sind für die Gottesanbeterin keine Option mehr. Aber wenigstens ist die Hornisse nicht so schnell wie eine Schlange. Auch ohne ihre Hinterbeine ist die Gottesanbeterin noch stark. Die Hornisse kommt jetzt aus einer anderen Richtung und versucht, die Gottesanbeterin zu stechen. Aber sie wechselt die Position und schafft es auszuweichen. Aber so sehr sie sich auch anstrengt, sie bekommt die Hornisse nicht gepackt. Die Hornisse fliegt höher und nutzt die Schwerkraft, um mehr Geschwindigkeit aufzubauen.
Ihr Stachel verfehlt wieder das Ziel, aber der Aufprall der Hornisse hat das andere Bein der Gottesanbeterin verletzt. Sie kann sich nicht mehr bewegen. Sieht so aus, als wäre alles vorbei. Die Gottesanbeterin hat keine Chance zu entkommen. Die Hornisse setzt zum ultimativen Stich an. Aber diesmal kann die Gottesanbeterin sie packen. Aber weil sie ihre Hinterbeine nicht benutzen kann, gelingt es ihr nicht, die Hornisse zu Boden zu reißen. Die Hornisse schwebt in der Luft. Sie versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Aber das Gewicht der Gottesanbeterin zieht sie wieder nach unten. Je mehr sie miteinander ringen, desto mehr dominieren die stacheligen Vorderbeine der Gottesanbeterin. Sie umklammern die Hornisse immer fester und ihre Stacheln graben sich immer tiefer in die Hornisse. Die Gottesanbeterin nutzt die Gelegenheit und beißt die Hornisse. Aber auch die Hornisse hat kräftige Kiefer und beißt zurück. Eine kleine Fliege taucht auf. Sie erstarrt vor Angst. Husch, Fliege, du solltest nicht hier sein, das ist zu gefährlich. Schwör ab! Der Kampf bricht ab, weil sich die Hornisse irgendwie aus dem Griff der Gottesanbeterin befreien konnte und krabbelt weg. Krabbelt, fliegt nicht. Die Gottesanbeterin hat die Flügel der Hornisse zu stark verletzt. Die Gottesanbeterin aktiviert ihre letzten Energiereserven. Sie krabbelt auf die Hornisse zu und schafft es, sie wieder zu packen, diesmal aber von hinten. So kann die Hornisse die Gottesanbeterin nicht stechen und auch nicht beißen. Die Hornisse weiß, was passieren wird. Sie ist hilflos. Die Klauen der Gottesanbeterin halten sie fest und sie beginnt zu beißen. Sie hat zwar einen kleineren Kiefer als eine durchschnittliche Hornisse, aber sie ist schnell und die Bisse sind stark. Die Hornisse versucht alles, krabbeln, fliegen, vom Ast springen, aber nichts kann mehr helfen. Sie erliegt den Klauen der Gottesanbeterin und ihrem nicht enden wollenden Appetit. Das war wieder ein beeindruckender Sieg für eine erstaunliche Gottesanbeterin. Bist du nicht auch froh, dass es auf dem Schulhof nicht so zuging? Hat sie eine Karotte? Für mich? Lecker! Kein Problem für mich, schließlich habe ich Backenzähne. Oh, du meintest Hatschi, niesen. Alle Menschen niesen und kauen. Aber weißt du, wer nur eins von beiden kann? Schlangen. Und falls du dachtest, Schlangen können nicht niesen, muss ich dich enttäuschen. Sie können nicht kauen, aber sie niesen sehr wohl. Achtung, niesende Schlange! Auch wenn sie scheinbar gar keine Nasen haben, haben sie doch Nasenlöcher. Sie nutzen ihre Nasenlöcher allerdings nur zum Atmen. Schlangen riechen mit ihrer Zunge und dem sogenannten Jacobsonschen Organ, welches sich in ihrem Maul zwischen Nasenlöchern und Augen befindet. Schlangen nehmen den Geruch, von was auch immer es gerade zu riechen gibt, mit der Zunge auf und transportieren ihn zum Jacobsonschen Organ. Wie gut das funktioniert, wird klar, wenn wir mal die Unterschiede zwischen des Menschen besten Freund und Schlangen betrachten. Hunde sind freundliche, fettige Warmblüter, Schlangen nichts von allem. Und doch gibt es etwas, das sie gemeinsam haben, das Jacobsonsche Organ. Auch Niesen ist etwas, das sowohl Hunde als auch Schlangen tun. Zu niesenden Schlangen kommen wir gleich. Doch für den Moment hoffe ich erstmal, dass du niemals eine Schlange in deinem Stiefel entdeckst. Im Gegensatz zum Hund wird die Schlange deine Schuhe nicht zerkauen. Denn Schlangen können zwar beißen, aber nicht kauen. Stattdessen schlucken sie ihre Beute im Stück, sogar wenn ihre gewählte Mahlzeit größer als ihr Maul ist. Aber wie passt das denn da rein? Statt ihre Ober- und Unterkiefer aneinander zu drücken, um ihr Opfer in kleine Häppchen zu zermalmen, haken Schlangen ihre Kiefer aus und reißen die Zähne weit auseinander. Die Kiefer sind dann nur noch durch Muskeln und Gewebe verbunden. Sind sie erstmal ausgehakt, kann die Schlange ihr Maul in einem 150-Grad-Winkel öffnen. Das ist fast eine gerade Linie. Schlangen winden ihre ausgehakten Kiefer um und unter ihre Beute. Wenn das nicht funktioniert, drehen sie ihren Kopf hin und her und rütteln den lockeren Kiefer weiter über ihre Beute. Natürlich wehrt sich die Mahlzeit. Es ist halt nicht gerade nett, verspeist zu werden. Aber die Schlange ist gut vorbereitet. Sie nutzt ihre Zähne nicht zum Kauen, sondern um der Beute ein Gift zu injizieren, welches das Lebewesen entweder betäubt oder beruhigt. Und schon lässt es sich leichter verputzen. Hat die Schlange erstmal ihre glücklose Beute verschlungen, ist sie etwa 4 Tage mit der Verdauung beschäftigt. Wenn du einer Schlange während dieser Zeit begegnest, kannst du eine deutliche Ausbeulung an dem schlauchförmigen Körper erkennen. Aber sag ihr bloß nicht, dass sie um die Mitte etwas rundlich aussieht. Das könnte ihre Gefühle verletzen. Vielleicht fragst du dich, wie Schlangen es mit so einem riesigen Happen im Maul oder Hals schaffen, nicht zu ersticken. Du weißt so gut wie ich, dass wir nicht gleichzeitig atmen und schlucken können, stimmt's?
denn sonst rutscht deine Makaroni in die falsche Röhre und du hustest dir die Seele aus dem Leib. Schlangen haben sich dafür die perfekte Lösung einfallen lassen. Am Grunde ihres Mauls, direkt hinter der Zunge, haben sie eine Öffnung namens Glottis. Wenn es nötig ist, oder als einen verrückten Partytrick, können Schlangen ihre Trachea, die Luftröhre, durch die Glottis ausstülpen und durch sie wieder durch einen Schnorchel atmen. So kann sie immer noch atmen, während die Beute gerade ihr Maul verstopft. So viel zum Thema Multitasking. Aber kann die Schlange dabei auch noch tanzen? Vielleicht, wenn ein Schlangenbeschwörer in der Nähe ist. Wie hören Schlangen die Musik überhaupt, wo sie doch keine Ohren haben? Nun, auch ohne Hasenohren oder Antennen hören Schlangen sehr gut. Sie verfügen über ein gutes inneres Ohr. Aber sie reagieren nicht auf den hypnotischen Rhythmus. Es ist der Schwung. Also nicht die schmissige Musik, sondern die Bewegung. Wenn der Schlangenbeschwörer vor- und zurückschunkelt, missinterpretiert die Schlange die Flöte als Kontrahenten. Als defensive Antwort imitiert sie die Bewegung der Flöte. Da wir nun wissen, was sie hören können, könnte man doch vermuten, dass sie auch miteinander reden. Immerhin erwischen wir sie immer wieder beim Flüstern. Geheimnisse ausplaudern ist aber kein feiner Zug. Die Schlange befleißigt sich jedoch exzellenter Manieren. Im Gegensatz zu einem Flüstern soll das Tischen einer Schlange nämlich gehört werden. Es ist eine Warnung. Und die solltest du beherzigen. Pass auf, wo du hintrittst. Vielleicht bewacht die zischende Schlange ihr Nest. Wenn du auf ihre Eier trittst, solltest du lieber ganz schnell machen, dass du wegkommst. Apropos schnell. Hatschi! Hast du gewusst, dass ein Niesen 160 km pro Stunde schnell ist? Das bedeutet, ein Niesen bewegt sich viel schneller als die schnellste Schlange, die schwarze Mamba, die es auf 20 km pro Stunde bringt. Das mag nicht super schnell klingen, zumindest im Vergleich zu einem Auto. Aber vergleichen wir das Tempo der schwarzen Mamba doch mal mit Usain Bolt. Der wohl schnellste Mann der Welt hält den Rekord von 44,7 km pro Stunde. Etwas mehr als doppelt so schnell wie die schwarze Mamba. Und die Mamba hat nicht mal Füße. Schlangen sind berühmt für ihren hypnotischen Blick. Aber sie zwinkern nicht, denn sie haben keine Augenlider. Aber wie schützen sie ihre faszinierenden Guckerchen dann? Genauso wie den Rest des Körpers mit Schuppen. Diese transparenten Augenschuppen nennt man Brille. In mancher Hinsicht ist diese Brille sogar besser als Augenlider. Sie schützt das Auge, ohne dabei die Sicht zu behindern. Cool. Schlangen können auf Bäume klettern, aber keine Gletscher besteigen, da ihnen die Kälte nicht zusagt. Noch dazu ist das Eis rutschig. Und während Schlangen die wärmeren Klimata bevorzugen, weißt du bestimmt, dass sie ihre Haut abstreifen. Salamander häuten sich ebenfalls. Auch Krabben, Hummer und Skorpione. Ich habe noch nie einen Hummergürtel oder Skorpionschuhe gesehen. Accessoires aus Schlangenhaut hingegen schon. Bevor du etwas aus Schlangenhaut trägst, solltest du aber sicher gehen, dass die Schlange damit abgeschlossen hat. Obwohl, wenn eine Schlange deine Hose hielte, wäre das eine modische Sensation. Für eine schmalere Taille würde sich vielleicht eine Königsboa anbieten. Zufälligerweise häuten wir Menschen uns auch, aber nur Stückchen für Stückchen. Menschliche Haut ist ein Hauptbestandteil des Hausstaubs, genauso wie Haarschuppen. Zwei Köpfe sind besser als einer, zumindest wenn es um Forschung geht, nicht so bei Schlangen. Der Umstand, zwei Köpfe zu besitzen, wird Polycephalie genannt. Obwohl es sehr selten ist, sind Schlangen häufiger betroffen als die meisten anderen Tierarten. Und das macht dann gleich doppelt Ärger. Ob nun die Nahrung in der gemeinsamen Speiseröhre kollidiert und einen Stau erzeugt, der Körper nicht weiß, welchem Kopf er folgen soll oder die beiden unterschiedliche Wochenendpläne schmieden. Schlangen mit Polycephalie haben es in der Wildnis nicht leicht. Einer zweiköpfigen Schlange kannst du gerne Hallo sagen, aber bitte zweimal. Und auf ein Niesen der zweiköpfigen Schlange folgt dann bitte auch zweimal Gesundheit. Und sollte diese niesende zweiköpfige Schlange dein Haustier sein? Erstmal, wow, wo hast du die her? Solltest du sie lieber zum Tierarzt bringen? Bei Schlangen ist Niesen nämlich häufig ein Zeichen für eine Infektion der Atemwege, vor allem, wenn sie viel niesen. Wann ist es noch an der Zeit, zum Tierarzt zu gehen? Auf jeden Fall, wenn sie sich träge oder faul verhält. Hinter ihrer Brille hat eine gesunde Schlange klare Augen und auch ihre Zunge sollte regelmäßig herauszüngeln. Also ja, Schlangen niesen. Sie reinigen ihre Nasenhöhlen und das Maul von Schmutz, indem sie schnell und kraftvoll Luft ausstoßen. Manche Menschen finden, dass es kein richtiges Niesen ist, weil es nicht dasselbe wie unser Niesen ist. Ich finde, das ist Korinthenkackerei.
Außerdem verwenden Tierärzte ebenfalls diesen Term. Also bleibe ich dabei. Oh oh, du hast keinen guten Tag. Diese zwei roten Punkte auf deinem Knöchel sehen echt schlimm aus, Kumpel. Sieht fast so aus, als wärst du von einer Schlange gebissen worden. Du hast keine Ahnung, ob sie giftig war oder nicht, also könnte Folgendes passieren. Wenn sie nicht giftig ist, hast du Glück. Dir wird nichts Schlimmes passieren. Dennoch tragen die Fangzähne einer Schlange tausende von Bakterien in sich. Und wenn sie die Haut durchdringen, gelangen diese kleinen Schädlinge in dein Blut und richten großen Schaden in deinem Körper an. Die gefährlichsten von ihnen verursachen Tetanus. Eine schwere Erkrankung, die unheilbar ist, wenn du nicht rechtzeitig medizinische Hilfe bekommst. Schlimmer noch, du könntest einer der unglücklichen Menschen sein, der eine Allergie gegen Schlangenspeichel hat. Ähnlich wie gegen Bienenstiche oder Erdnüsse. Oh ja, Erdnüsse können gefährlich sein. Wenn sich die Enzyme im Speichel mit deinem Blut vermischen, versucht dein Körper, sie loszuwerden. Er merkt nicht, dass er im Grunde genommen sich selbst bekämpft, sodass der Konflikt schnell eskaliert und du anfängst, dich übel und schwach zu fühlen. Irgendwann fällt es dir schwer zu atmen und du wirst vielleicht sogar ohnmächtig. Selbst wenn du also von einer ungiftigen Schlange gebissen wurdest, solltest du also besser sofort Hilfe rufen. Aber es gibt noch ein schlimmeres Szenario. Die Schlange war tatsächlich giftig. Jede Schlangenart hat ihre eigene Art von Gift, das anders wirkt. Mal sehen. Ah, es kann entweder Herz und Nieren, Muskeln oder Blutgefäße befallen. Es beginnt immer mit einem stechenden Schmerz an der Bissstelle. Die Schlange öffnet den Mund weit, sticht mit ihren beiden oberen Fangzähnen in dein Fleisch und injizierte ihr Gift durch die Kanäle in den Zähnen. Das Gift gelangt direkt in deinen Blutkreislauf und dann beginnt der wahre schwarze Zauber. Wenn die Bissspuren auf der glatten Haut deutlich sichtbar sind und sonst nichts zu sehen ist, könnte es sich um einen Krait gehandelt haben. Wenn der Biss anzuschwellen beginnt, war es wahrscheinlich eine Kobra. Dir wird sofort schwindelig werden, dir wird heiß und du beginnst zu schwitzen, aber das ist noch kein Gift. Das bist nur du. Diese Bissspuren machen dir Angst und die Hormone Adrenalin und Cortisol schießen aus deinen Nebennieren in dein Blut und lassen dich erröten und zittern. Dein Herz schlägt jetzt schneller, was dazu beiträgt, dass sich das Gift schneller ausbreiten kann. Schon bald bekommst du Bauchschmerzen und Krämpfe. Die giftigen Enzyme im Schlangengift reagieren mit deinem Blut und gelangen zu den inneren Organen und Muskeln. Sie befinden sich alle nahe beieinander, sodass das Gift schnell und aggressiv einwirkt. Und wenn das Gift durch deine Leber, Nieren und Herz gegangen ist, was etwa 15 Minuten dauert, breitet es sich bis zu den Nervenenden aus. An diesem Punkt beginnt man den Kontakt zur Realität zu verlieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Zuerst werden deine Augenlider immer schwerer, die Lidmuskeln gehören zu den kleinsten des Körpers und haben nur wenige Nerven, was sie zu einem leichten Ziel für Gift macht. Dann wandern die Giftstoffe immer weiter durch deinen Kreislauf und füllen deine kleineren Blutgefäße wie einen Schwamm. Dabei hören die Nerven von deinem Kopf abwärts auf zu funktionieren, weil sie vom Gehirn gesteuert werden. Es wird immer schlimmer, nicht wahr? Von den Augen aus breitet sich die Taubheit über dein Gesicht aus. Deine Lippen und Wangen spannen sich an, sodass du aussiehst, als ob du dich über etwas ärgern würdest. Innerhalb von 1 oder 2 Stunden verlierst du die Fähigkeit zu sprechen und zu sehen. Die Nerven in deinem Gesicht wurden vollständig deaktiviert. Aber die Auswirkungen des Bisses wandern weiter nach unten und legen Zunge, Unterkiefer, Hals, Zwerchfell und so weiter lahm. Wenn dies eintritt, bist du leider fast nicht mehr zu retten. Wenn das Zwerchfell nicht mehr reagiert, können deine Lungen nicht mehr richtig funktionieren und du hörst auf zu atmen. Und das sollten wir wirklich nicht tun. Wenn du aber Glück hast, könnte es ein leichter Biss sein und die Taubheit wird deine lebenswichtigen Systeme nicht beeinträchtigen. Sie breitet sich dennoch vom Kopf abwärts durch den ganzen Körper aus, kann aber nicht tief ins Innere gelangen, sozusagen durch die oberen Schichten hindurch. Du könntest das Gefühl in deinen Fingern, Zehen und deiner Haut verlieren und dich sogar nicht mehr richtig bewegen können. Aber wenn du sehen und atmen kannst, könnten die Symptome in ein paar Tagen von selbst verschwinden. Hoffe aber nicht einfach darauf und rufe den Krankenwagen, sobald du merkst, dass etwas nicht stimmt. Schließlich kann all dies für dich völlig irrelevant sein, wenn du keine Taubheit verspürst, sondern Herzschmerz. Sowohl Kobras als auch Giftnattern haben eine Art Gift, das direkt auf dein Herz wirkt.
Wenn es dort ankommt, und das ist ziemlich schnell, kann es den Hauptmuskel deines Körpers schneller oder langsamer schlagen lassen und Unregelmäßigkeiten verursachen. Das ist eine enorme Belastung für dein Herz. Du weißt also, was zu tun ist. Auch andere Muskeln können betroffen sein, insbesondere durch Gift von Seeschlangen. Es enthält spezielle Gifte, die auf die Muskeln abzielen, und wenn deine Augen schwer werden, kannst du auch Krämpfe bekommen, zuerst im Bauch und dann kurz darauf in Armen, Beinen und Brust. Du wirst dich nur schwer bewegen können, weil deine Muskeln steif werden, und das Berühren von Dingen wird wegen der Überempfindlichkeit zu einer Tortur. Am Ende wird das Gift dich dazu bringen, im Bett zu liegen und zu warten, bis es verschwindet. Wenn es denn verschwindet. Junge, Junge, lasst uns einfach weitermachen, okay? Wenn du dir die Bissstelle ansiehst und eine Schwellung wahrnimmst, während das Blut aus den beiden Einstichen quillt, dann bedeutet das, dass du von einer Viper gebissen wurdest. Dieses Gift wirkt anders und ist noch erschreckender. Hui. Seine Moleküle sind größer und können sich nicht so schnell in der Blutbahn ausbreiten. Deshalb steuern sie auf deine Lymphknoten zu und wirken von dort aus. Infolgedessen wirkt das Gift langsam und schmerzhaft. Zuerst wirst du dich also nur ängstlich und schwindelig fühlen. Dann, nach 15 Minuten, beginnt sich das Gift in deinem Körper auszubreiten und beginnt dort, wo die Viper zugebissen hat. Die dickflüssige und zähflüssige Substanz verunreinigt dein Blut, lässt es gerinnen und verursacht Blutergüsse. Je höher es steigt, desto mehr Bereiche deines Körpers sind davon betroffen, aber im Vergleich zu den Auswirkungen von Bissen einer Kobra und Giftnattern verläuft dieser Prozess langsam. Wenn du keine medizinische Hilfe erhältst, wirst du feststellen, dass die Schwellung stündlich zunimmt. Wenn sich das Gift seinen Weg durch deine Lymphe bahnt, wird es sich gegen dich richten und noch mehr Schwellungen verursachen. Die Lymphe ist die primäre Abwehrbarriere deines Körpers. Sie ist eine Flüssigkeit, die weiße Blutkörperchen enthält, die Krankheiten bekämpfen. Gift dringt ein und verursacht Unordnung. Weiße Blutkörperchen greifen es vergeblich an und es breitet sich immer weiter aus. Und wenn das abscheuliche Ding die Lymphknoten erreicht, schwellen sie an und versuchen verzweifelt, den Eindringling loszuwerden. Die Produktion von Lymphe nimmt zu und der gebissene Teil deines Körpers schwillt von Stunde zu Stunde an. Je nach Potenz und Menge des Giftes wächst deine Gliedmaße am zweiten oder dritten Tag nach dem Biss um das Doppelte an. Da wir über deinen Knöchel sprechen, ist es dein ganzes Bein, das betroffen sein wird, von Fuß bis zur Hüfte. Du wirst natürlich nicht mehr laufen können und auch das Sitzen wird nicht mehr möglich sein. Die einzige Hoffnung in diesem Stadium besteht darin, im Bett zu liegen und zu versuchen, sich nicht zu bewegen. Selbst in so fortgeschrittenem Stadium besteht noch die Chance, dass dein Körper sich selbst heilt. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, dich ins Krankenhaus zu bringen, was denkst du? Ja, solltest du auf jeden Fall gehen. Was zum Teufel? Wenn du von einer Schlange gebissen wirst, könntest du in Panik geraten und einfach alles falsch machen. Also erhöhe deine Überlebenschancen, indem du dich beruhigst. Angst lässt dein Herz schneller schlagen, pumpt Blut durch deinen Körper und damit auch das Gift. Es braucht immer noch Zeit, bis es in deinen Kreislauf gelangt. Also bleibe ruhig, lege dich hin und halte das gebissene Glied unterhalb deines Herzens. Die Schwerkraft wird dann die Arbeit für dich erledigen. Versuche auf keinen Fall, das Gift aus der Wunde zu saugen. Es breitet sich zu schnell aus, als dass du dir selbst helfen könntest. Auf diese Weise bekommst du nicht einmal ein Stückchen davon herausgezogen, sondern wirst durch die Anstrengung nur deine Herzfrequenz erhöhen. Lege das Messer weg und versuche niemals, den Biss zu schneiden, um das Gift herauszulassen. Wie ich schon sagte, es ist bereits in deinem Blut und du kannst die Sache noch verschlimmern, indem du dich schneidest. Wenn du keine Infektion in der Wunde hast, könntest du es durch das Messer. Auch das Auftragen von Kälte wird nicht helfen. Kälte schränkt den normalen Blutfluss ein, sodass das Gift dort bleibt, wo es ist, und an einer einzigen Stelle mehr Schaden anrichtet. Gift kann das Gewebe auch anfälliger für Erfrierungen machen. So könntest du am Ende eine Gliedmasse verlieren. Dasselbe gilt für enge Verbände und Druckverband. Wenn das Blut frei fließt, lässt es das Gift sich natürlich ausbreiten, verdünnt es aber auch, wodurch die Substanz weniger wirksam wird. Der Biss ist vielleicht nicht so gefährlich, wie du denkst, aber wenn du einen engen Verband anlegst, könntest du seine Wirkung verdreifachen. Hey, schau, du hast es geschafft. Du bist an einem guten Ort. Moment mal. Vergiss es.
2009 wurden die Menschen in Ishikawa in Japan Zeugen eines noch nie zuvor gesehenen Regens. Es regnete Kaulquappen. Eine Theorie geht davon aus, dass ein heftiger Sturm die Kaulquappen erfasste und davontrug. Eine andere Möglichkeit wären Möwen, die sie auf dem Weg zu ihrem Nest fallen ließen. Manche Wissenschaftler glauben, eine Wasserhose hätte sie in die Luft gewirbelt und später herabregnen lassen. Übrigens fanden die Menschen an diesem Tag nicht nur Kaulquappen, sondern auch Frösche und Fische. Und ja, es kann auch Würmer regnen. Manche Menschen behaupten, sie hätten sogar schon Schlangen vom Himmel fallen sehen. Igitt! Es war ein schöner Frühlingstag in Bath County, Kentucky. Mrs. Crouch stellte in ihrem Garten Seife her, als es plötzlich anfing, Fleisch zu regnen. Und das war kein Hackfleisch, sondern Brocken von 7,5 cm Durchmesser. Zwei Freiwillige waren mutig genug, das knorpelige Fleisch unbekannter Herkunft zu probieren und sagten, es schmecke wie Lamm oder Wild. Aber sie waren keine Gourmets. Es stellte sich heraus, dass es Rindfleisch war. Zu solchen Vorfällen kam es auch in Europa schon. Die einzige logische Erklärung für diesen Fleischregen wären Bussards, die im Flug ihre Beute fallen lassen. Ohne Ballast sind sie leichter und können besser fliegen. Wow, ich wünschte, es würden mal Donuts regnen. Regen ist in Oakville, Washington nichts Ungewöhnliches. Doch für diesen Guss gibt es keine vernünftige Erklärung. Statt normaler Regentropfen fielen durchsichtige, gallertartige Tropfen vom Himmel. Sie bedeckten eine Fläche von fast 50 Quadratkilometer. Menschen, die mit dem Regen in Kontakt kamen, berichteten, dass sie sich am nächsten Tag nicht gut fühlten. Wissenschaftler untersuchten die Tropfen und entdeckten menschliche weiße Blutzellen in ihnen. Spätere Tests widersprachen diesen Ergebnissen jedoch. Manche Menschen glauben, es wären verdunstete Quallen gewesen oder einfach nur der Abfall eines Passagierflugzeugs. Fast dasselbe geschah 2012 in Dorset, Großbritannien. Während eines Hagelsturms fanden die Menschen Gelatinekugeln zwischen den Hagelkörnern. Forscher sicherten sie mit einem Kühlschrank. Doch das wäre gar nicht nötig gewesen. Die schleimigen Kugeln schmolzen auch bei Raumtemperatur nicht. Niemand weiß, woher diese Tropfen kamen. Die erste Idee war, dass Vögel die Eier irgendwelcher Wassertiere in die Luft getragen hatten. Später zeigten Tests, dass die gallertige Substanz eine Chemikalie, die als Wassersperre auf gängige Produkte aufgetragen wird, war. Sie schützt zum Beispiel Kabel vor Wasser. In Australien sind Spinnen etwas Lästiges. Und um Menschen noch mehr zu nerven, haben sie sogar fliegen gelernt. Spinnenregen ist dort nämlich gar nichts Seltenes. Die Tiere klettern in eine Baumkrone. Dort spinnen sie mehrere Seidenfäden, die sie in die Lüfte heben. Diese schwebenden Spinnen sind schwer zu erkennen. Aber manchmal, wenn es besonders feucht ist, kommt es zu Massenausflügen. Es sieht aus, als würde es schneien. Stattdessen schweben unzählige Spinnen zu Boden. Wenn du jemals am Fluss Mekong gewesen bist, hattest du vielleicht das Glück, glühende Kugeln, die aus dem Wasser aufsteigen und in die Luft schweben, zu sehen. Sie werden von den Einheimischen Naga-Feuerbälle genannt. Die kleinen rötlichen Bälle können so klein wie Kirschen oder so groß wie Wassermelonen sein. Die Anzahl an Feuerbällen pro Nacht variiert zwischen Dutzenden und Tausenden. Wissenschaftler haben keine sichere Erklärung für das Phänomen. Es könnte ein entflammbares Gas sein, das aus den Sümpfen aufsteigt. Ein lokaler Aberglaube macht eine riesige im Mekong lebende Schlange verantwortlich. Eine Wasserhose ist ein Tornado, der nicht an Land, sondern über dem Wasser entsteht. Die Geschwindigkeit so einer Hose kann wirklich hoch sein. Das Wasser wird zum Teil mitgerissen. Sogar Fische und Schildkröten können in die Luft getragen werden. Fischregen lässt sich zum Beispiel durch dieses Wetterphänomen erklären. Dasselbe kann auch mit Schnee passieren, kommt aber sehr selten vor. Es gibt nur 6 Fotos von Schneetornados. 4 davon stammen aus Ontario. Für dieses Wetterphänomen muss das Wasser warm genug sein, um Nebel zu produzieren, während die Luft sehr kalt ist. Nahezu unmöglich. Lava ist rot, der Himmel ist blau. Wir sind auf der Sonnenseite, ich weiß es genau. Okay, der war nichts. Aber das mit der roten Lava kann auch mal anders sein.
Vor allem, wenn Lava von dem Vulkan Kawain in Indonesien fließt. Tags ist sie typisch rot, doch nachts wird sie lumineszierend blau. Dahinter steckt keine Zauberei, einfach nur tonnenweise Schwefelsäure. Der Vulkan verfügt außerdem über den größten sauren Kratersee der Welt. Das Wasser ist so türkis, dass du am liebsten reinhüpfen willst. Aber das solltest du lieber lassen. Auch das Feuer des Vulkans ist blau und es ist das größte blaue Feuer der Welt. Es steigt 5 Meter in die Höhe. An manchen Orten sieht das Wasser wie Glas aus. Weiße Salzbecken sehen wie Fenster oder gar Portale in geheime Welten aus. Solche Meerwassersalien findet man in Frankreich und Indien. Aber die Kagel Salt Ponds in der Küstenregion um San Francisco sehen wegen ihrer Farbe noch verrückter aus. Die Töne variieren. Sie können tiefblau, grasgrün, orange, blutrot, zinnoberrot oder sogar magenta sein. Die Farbunterschiede hängen mit dem unterschiedlichen Salzgehalt und den winzigen Mikroorganismen, die dort leben, zusammen. An der Ostseeküste bei Kaliningrad in Russland gibt es einen rätselhaften Nationalpark namens Tanzender Wald. Die Kiefern dort sind alle verbogen und verdreht. Den Wald gibt es erst seit den 60ern, als die Kiefern gepflanzt wurden, um den Dünensand zu stabilisieren. Vielleicht liegt es an dem instabilen Sand, dass die Bäume sich verformen. Eine andere Theorie macht die starken Winde verantwortlich. Manche Menschen vermuten dahinter etwas weitaus Mysteriöseres. Sie sagen, in diesem Wald treffen positive und negative Energien aufeinander. Die Einheimischen behaupten, wer durch einen der Ringe dieser Bäume klettert, lebt ein Jahr länger. Das pochende Summen in Taos, New Mexico, treibt die Einheimischen seit den 1990ern in den Wahnsinn. Ein tieffrequentes Summen raubt den Leuten den Schlaf. Die verzweifelte Suche der Wissenschaftler nach der Quelle des Summens war bisher erfolglos. Man vermutet mechanische Geräte oder Tiere. Für das Summen von West Seattle zum Beispiel waren Krötenfische verantwortlich. Ähnliche Geräusche wurden auch in Großbritannien, Australien und anderen Regionen der USA registriert. Zum Glück können nur 2% der Bevölkerung das Summen hören. Leuchtende Nachtwolken oder einfach nur Nachtwolken sind so selten, weil sie sich erstens nur im Sommer bilden und zweitens nur zwischen dem 50. und 70. nördlichen oder südlichen Breitengrad auftreten. Um solche Wolken zu sehen, muss die Sonne bereits am Horizont verschwunden sein, aber immer noch die Wolken in der Atmosphäre anstrahlen. Für die höchsten Wolken in 80 Kilometer Höhe ist das möglich. Am Tag können wir sie nicht sehen, weil sie zu blass sind. Feenringe, auch bekannt als Elfenringe oder Hexenringe. Sie sind die auf rätselhafte Weise in Kreisform wachsenden Pilze auf Wiesen oder im Wald. Warum diese Pilze in einem nahezu perfekten Kreis wachsen, weiß keiner. Der Legende nach verbrennt beim Feentanz der Boden und fördert so das Wachstum der Pilze. Ein Fünkchen Wahrheit enthält diese Geschichte sogar. Die Pilze wachsen an Stellen, wo das Gras vertrocknet ist. Der Fluss Amazonas ist mit 6.500 Kilometern eines der längsten Flüsse der Welt. Das entspricht der Entfernung von Wien und Neu-Delhi. Aber es gibt einen Fluss in Südamerika, der sogar doppelt so groß ist. Er ist erstens breiter und wurde zweitens noch nie gesehen. Er heißt Hamsa und verläuft 4 Kilometer unter dem Amazonas. Wissenschaftler entdeckten ihn vor 10 Jahren im Jahr 2011. Nicht blinzeln, sonst verpasst du das seltenste Wetterphänomen. Rote Kobolde sind elektrische Entladungen am Himmel, die wie Polarlichter aussehen. Sie sind extrem energiereich, etwa 10-mal stärker als ein normaler Blitz, dauern aber nur Sekundenbruchteile. 1989 gelang das erste Foto. Bis heute gibt es nur wenig Bildmaterial von diesen sonderbaren Blitzen. Um rote Kobolde aufnehmen zu können, muss eine Kamera 7000 Bilder pro Sekunde aufzeichnen. Puh, da bin ich raus. Er lebt ungefähr 1500 Meter unter Wasser und gilt als eine der seltsamsten Kreaturen des Ozeans. Der Schleimaal. Und es gibt viele seltsame Kreaturen dort unten. Den Koboldhai, die Uferasselspinne, den Fledermausfisch und Menschen, die im Winter baden gehen. Ist das nicht eiskalt? Raus da!
Obwohl er wie ein Aal aussieht, gehört dieser Fisch zur Agnatha-Spezies. Das sind Fische ohne Kiefer. Auch das Neunauge gehört zu dieser Familie. Furchterregende Monster mit scheibenartigen Saugmäulern und Zahnreihen in Spiralform. Uah. Schleimaale haben 2 Zungen, 4 Herzen und weder Augen noch Magen. Als stammten sie von einem anderen Planeten. Und was sie von allem anderen hier unterscheidet, ist, dass sie einen Schädel, aber keine Wirbelsäule haben. Oder Knochen. Dieser einzigartige, rückgratlose Schädel besteht ausschließlich aus Knorpelgewebe. Yep, das, was du in deinen Ohren und deiner Nase hast. Ihre Haut trägt keine Schuppen und wirkt wie ein übergroßer Pullover auf ihrem Körper. Aber wenn du denkst, diese zarten Wesen wären leichte Beute für andere Fische, dann liegst du falsch. Diese Houdinis des Meeres haben gelernt, wie sie ihren Jägern entwischen. Und der Trick ist Schleim. Viel Schleim. Wenn sie irgendetwas zu verschlingen droht oder ihnen zu nahe kommt, setzen Schleimaale ein Protein frei, das aus Löchern auf ihrer Körperseite geschossen kommt. Wenn dieses Zeug auf Wasser trifft, bläht es sich auf, und zwar 10.000-fach. Mit je mehr Wasser das Protein in Verbindung kommt, desto größer wird dieser Glibberball. Ein Teelöffel Schleimaal-Schleim wächst innerhalb von Sekunden zu einem Eimer voll Schleim an. Sofort werden die Kiemen von Fischen verstopft, die den Aal runterwürgen zu versuchen. Sogar von Haien. Doch Schleimaale haben doch auch Kiemen. Warum werden die nicht verstopft? Easy peasy. Der Schleimaal rollt sich zu einem Knoten zusammen und hält so den Schleim von seinem Körper fern. Heißt aber nicht, dass es daran keine Nachteile gibt. Manchmal gelangt der Schleim in die winzige Nase des Schleimaals. Um ihn loszuwerden, bringen sie sich selbst zum Niesen. Gesundheit! Dieser selbstgemachte Fischglibber besteht aus flexiblen Strängen, die echt stark sind. Stärker als Nylon sogar. Stell dir vor, du fielst in einen Pool voll mit diesem Zeug. Du könntest deine Arme und Beine kaum bewegen und würdest dich fühlen, als hättest du dich in Gummibändern verfangen. Aber du wärst sicher, solange dieses Zeug nicht in deine Nase und Kehle gelangt. Denn dann wärst du so aufgeschmissen wie die Fische, die einen Bissen vom Schleimaal abhaben wollen. Und natürlich liebäugeln wir Menschen mit der Anwendbarkeit dieses Wunderglibbers. Fallschirme, Autos, Kleidung. Vergiss das mit dem Pool. In der Zukunft könntest du einen Schleimanzug tragen. Aber kommen wir zu den Landtierchen. Das Schnabeltier ist auch ziemlich seltsam. Dieses Säugetier hat einen Entenschnabel, einen Biberschwanz, Schwimmhäute und legt obendrein noch Eier. Wie viele andere Fische haben das Schnabeltier und sein naher Verwandter, der Schnabeligel, keinen Magen? Sie brauchen auch keinen. Sie lagern ihr Fressen in ihren Wangen, bis sie auftauchen. Haben sie es dann zersetzt, landet es direkt in ihren Darm. Und als würde das nicht schon reichen, schwitzen Schnabeltiere Milch für ihre Kleinen aus. Während der Winter Bären, Fledermäuse, Schlangen und sogar mich in den Winterschlaf versetzt, gibt es ein Tier, das es etwas anders handhabt. Während der kalten Jahreszeit friert sich der Eisfrosch selbst ein, manchmal für 7 Monate. Wie bei einem braunen Stieleis füllen sie ihren Körper mit einem Sirup auf, einem natürlichen Frostschutzmittel sozusagen, damit sich keine Eiskristalle bilden. Und wenn es wärmer wird, tauen sie wieder ab. Und das mehrere Male pro Jahreszeit. Diese Frösche suchen sich einen gut geschützten Unterschlupf im Wald und warten auf den Frühling. Und wenn sie dann aufgetaut sind, hüpfen sie davon, als wäre nichts gewesen. Wenn du dich allerdings die Boxerkrabbe nennen darfst, dann ist der Name Programm. Ding ding, Runde 1. Diese kleine Krabbe ist super schlau. Auf ihren kleinen Scheren leben Seeanemonen und diese Boxhandschuhe machen was her. Mit Hilfe dieser kleinen, mit Tentakeln versehenen Seewesen kann sich die Krabbe schlagartig gegen Fische und alles, was noch größer ist, verteidigen. Wenn sie sich gestört fühlt, schwingt sie ihre Fäuste und die treffen. Die Tentakel der Seeanemonen sind von Stachelzellen umhüllt, die dem Tierchen zu seinem Mittagessen verhelfen. Ja, das ist keine Pflanze, sondern ein hungriges Biest. Win-win also. Die Anemonen dienen der Krabbe als Selbstverteidigung und im Gegenzug kriegen die Handschuhe einen freien Ritt durchs Meer und kostenlose Speisen. Ihre anderen Bezeichnungen klingen sehr niedlich, aber ich sag dir, leg dich besser nicht mit der Pom-Pom-Krabbe oder der Cheerleader-Krabbe an. Und wenn du Angst vor Spinnennetzen hast, solltest du einen großen Bogen um Darwins Rindenspinne machen.
diese Webspinne spinnt. Und zwar ein unfassbar großes Netz für ihre Verhältnisse. Die Seide ist 10-mal stärker als Kevlar und doppelt so stark wie die jeder anderen Spinne auf der Welt. Und die Netze können so groß werden wie ein Doppelbett. Aber in so einem willst du sicher nicht schlafen. Ihre sogenannten Ankerfäden sind beneidenswert. Die erreichen nämlich eine Länge von bis zu 25 Metern. Die Spinnen ziehen sie über Flüsse, um Ungeziefer zu fangen, das übers Wasser fliegt. Oder dich, wie du die Stromschnellen runtersaust. Aufgepasst! Und an dieser Stelle habe ich zu lange im Netz verbracht. Du kennst das. Du bist am Strand angekommen und bemerkst, dass die Sonnencreme leer ist. Hey, mach einfach das, was Nilpferde tun. Wenn sie schwitzen, schaffen sie ihren eigenen Schutzfilm. Da sie die meiste Zeit ihres Lebens im Wasser verbringen, müssen sie ihre Haut ständig hydriert halten. Und wenn sie dann mal aus dem Wasser steigen, passiert etwas Eigenartiges. Die rote oder pinke Farbe, die wir bei Nilpferden manchmal sehen, sind kleine flüssige Perlen, die die UV-Strahlung der Sonne absorbieren und die Haut vor dem Verbrennen schützen. Die Perlen sind außerdem hochsäurehaltig, damit die Haut nicht von Bakterien befallen wird. Nilpferde sehen vielleicht groß und unbeholfen aus, aber sie würden ohne Probleme schneller als die besten Athleten im Wasser oder auf dem Land laufen. Wenn du eine Pflanze bist, hast du es schwer, dich zu verteidigen. Das gilt allerdings nicht für die Akazie. Die hat nämlich Bodyguards dabei, Ameisen. Wenn sich Naschkatzen an den Blättern des Baumes vergehen, alarmieren die Vibrationen die Ameisenkolonie im Baum, die dann rausstürmt und den Eindringling stoppt. Diese gnadenlosen Tiere leben im Astwerk des Baums und ihr Stich ist vergleichbar mit dem einer Wespe. Und der Baum ist ihnen so dankbar, dass er sie mit seinem leckeren Nektar füttert. Nicht nur halten die Ameisen andere Tiere vom Naschen ab, sie sorgen auch noch dafür, dass der Baum gesund bleibt, indem sie die Bakterien beseitigen, die sonst die Blätter befallen würden. Noch nie von einer Seescheide gehört? Denen würde ich nicht zu nahe kommen, wenn du nicht gerade Wasser ins Gesicht gespritzt bekommen willst. Die Seescheide sieht vielleicht aus wie eine Unterwasserpflanze, aber tatsächlich ist sie ein Tier und uns Menschen ähnlicher als einer Kakerlake. Diese schwammigen kleinen Geschöpfe gehören derselben Familie aus Wirbeltieren an wie du, ich und allen anderen Wesen mit einem Rückgrat. Diese große fröhliche Familie nennt sich die Chordatiere. Seescheiden sind zuerst kaulquappenartige Larven, bevor sie für kurze Zeit durch den Ozean wackeln und ein kleines Stückchen Wasser suchen, das sie für sich beanspruchen können. Da sie sich selbst nicht füttern können, müssen harte Maßnahmen ergriffen werden. Und ich meine wirklich hart. Wie Austern, Seepocken und Muscheln verfügen Seescheiden über eine klebrige Substanz, die sie auf dem Meeresboden festhält. Je nachdem, wo sie zuerst landen. Haben sie erst einmal ihr ewiges Zuhause gefunden, müssen sie zu fressen anfangen. Das erste, worauf sie Hunger haben, ist ihr eigener Schwanz. Danach verzehren sie ihre Kiemen und sogar ihr Gehirn. Sie müssen ja auch nicht mehr den Ozean durchforsten. Das ist jetzt überflüssig. Sie haben aber Herz. Und das ist uns Menschen gar nicht so unähnlich. Es sieht sogar ein bisschen so aus wie unseres. Und hier noch was, das du so schnell nicht vergessen wirst. Hummer, Flusskrebse und Krabben haben Zähne, und zwar in ihrem Magen. Wenn sie etwas runterwürgen, wird die Nahrung im Magen durch riesige Zähne zermalmt, wie bei einer Mühle. Auf diese Weise können die Krustentiere besser verdauen. Doch eine Krabbenspezies muss noch einen draufsetzen. Die Geisterkrabbe benutzt diese Zähne nicht nur zum Verdauen, sondern auch zum Brüllen. Indem sie die Zähne aneinander reibt, zum Beispiel wenn sie sich bedroht fühlt oder gerade mit einer anderen Krabbe zankt, will sie sagen, hau bloß ab. Tja, wenn man keine Stimmbänder hat, muss man sich anders zu helfen wissen. Sie sind außerdem die schnellsten Krabben auf dem Planeten. Sie können sich mit 100 Körperlängen pro Sekunde fortbewegen. Das ist, als könntest du 1,5 Fußballfelder in einem Wimpernschlag zurücklegen. Wow, stell dir vor. Du schwimmst 3 Kilometer tief auf dem Grund des Ozeans. Frag mich bitte nicht wie, sondern spiel einfach mit. Es ist kalt, der Druck ist sehr hoch und es ist kein Fisch in Sicht. Dann bemerkst du ein grünes, glänzendes Ding. Es ist ein Zigarrenhai. Sein Hals leuchtet im Dunkeln, um Fische und andere Leckerbissen anzulocken. Der Hai sieht nicht wirklich besonders aus. Er ist klein, etwa so groß wie eine Katze.
Er hat braune Haut und große grüne Augen, aber das Aussehen kann täuschen. Jede Nacht steigt diese Kreatur an die Oberfläche und macht Jagd auf weiße Haie, Wale und sogar Schwertfische. Wenn du genau hinschaust, siehst du ein rundes Maul mit einer Reihe scharfer Zähne. Der Hai kann sie nicht nur zum Beißen verwenden, sie funktionieren sogar wie eine Art Säge. Im Englischen wird dieser Hai Keksschneider-Hai genannt. Denn wenn er etwas Leckeres sieht, nimmt er einen keksförmigen Bissen davon. Diese Haie sind sogar dafür bekannt, dass sie U-Boote außer Gefecht setzen. Unser nächster Hai ist ungefähr so lang wie ein Auto. Nur etwa 100 dieser Haie wurden jemals gesehen, aber wenn du einen triffst, wirst du ihn nie vergessen. Er hat ein großes Maul, ein riesiges Maul, ein Megamaul. Genau wie ich. Es ist der Riesenmaulhai. Wenn du dich zusammenrollst, würdest du locker hineinpassen. Sie sind aber nicht gefährlich, zumindest nicht für Menschen. Sie ernähren sich, indem sie mit offenem Maul herumschwimmen und Plankton und andere Leckereien unter Wasser herausfiltern. Der Hai hat spezielle Organe in seinem Maul, die leuchten und so kleine Krustentiere anlocken. Er schwimmt tief im Ozean in völliger Dunkelheit. Wahrscheinlich hat er aber ein großartiges Lächeln. Fuchshaie haben auch ein riesiges Körperteil. Den Schwanz. Er macht fast die Hälfte des Hais aus und sieht aus wie ein Hubschrauberrotor. Er ist eines der wenigen Dinge, die mit ihrem Schwanz jagen. Der Hai schleicht sich an einen Fischschwarm heran und beginnt, sein gutes Stück zu schütteln. Das verängstigt einige der Fische und das ist auch genau der Plan. Im Notfall kann er sich auch mit seinem Schwanz verteidigen. Das Beste an diesem Hai ist, dass er keine Menschen angreift. Der Engelshai. Es gibt ziemlich viele verschiedene Arten von Engelshaien, aber sie sind mehr Hai als Engel. Sie sind flach wie Stachelrochen und ihre Haut ist mit einem Muster bedeckt, das ihnen hilft, sich auf dem Meeresboden zu tarnen. Aufgrund dieser Tarnung berühren Taucher sie manchmal versehentlich, was nicht gerade die beste Idee ist. Sie sind schnell und haben kräftige Kiefer. Trotzdem bevorzugen sie den Geschmack von kleinen Fischen. Der Hornhai hat zwei Wülste über seinen Augen, die wie Hörner aussehen. Er ist definitiv der Opa der Haienwelt, schwimmt ziemlich langsam und ist fast jede Nacht lange auf. Seine zwei Lieblingsmahlzeiten: Seeigel und Krustentiere. Er bewegt seine Flossen auf dem Meeresboden fast so, als hätte er Pfoten, aber unterschätze dieses Kerlchen nicht. Er hat unter allen Haien einen der stärksten Bisse. Er braucht diese starken Zähne, um die Schalen seiner nächtlichen Mahlzeiten zu zermalmen. Und wenn etwas versucht, ihn anzugreifen, pass besser auf. Hornhaie haben scharfe Stacheln an ihren Flossen. Der Preis für den hässlichsten Hai geht an den Koboldhai. Und er ist nicht einmal nah dran. Schon von außen sieht er irgendwie seltsam aus und hat etwa die Größe eines rosa Unterwassermotorrads. Er hat einen langen Schwanz und eine wirklich lange Nase. Er lebt ganz unten in den Tiefen des Ozeans und frisst am liebsten Tintenfisch. Er ist nicht so schnell wie seine Verwandten, aber dafür viel hinterhältiger. Er hat eine geheime Tintenfischfangtechnik, die total verrückt ist. Der Hai schwimmt hinter dem Tintenfisch her, er holt auf und kommt immer näher. Aber der Tintenfisch wird nicht langsamer, auf keinen Fall. Es sieht so aus, als ob der arme Koboldhai heute kein Mittagessen haben wird. Dann öffnet er sein Maul. Sein Kiefer ist an Hautfalten befestigt, was bedeutet, dass er seinen Kiefer buchstäblich aus dem Maul werfen kann. Und weil es ein Hai ist, sind diese Zähne echt scharf. Diese zusätzliche Reichweite hilft ihm, sein Mittagessen zu schnappen, und wenn die Mahlzeit vorbei ist, bringt er seinen Kiefer einfach wieder in sein Maul zurück. Diese Haie wurden schon oft vor der Küste Japans gesichtet. Tatsächlich wurden sie nach den Kobolden in japanischen Mythen und Märchen benannt. Es gibt nur eine Sache, die cooler ist als ein Ninja-Hai. Und das ist ein Ninja-Laternenhai. Stell dir vor, es gibt eine Röhre, in die du hinunterrutschen kannst und die dich auf den Grund des Ozeans bringt. Es ist zu dunkel, du kannst nichts sehen. Plötzlich siehst du einen leuchtenden Punkt, der sich in der Ferne bewegt. Er kommt näher, schießt auf dich zu. Es ist ein blauer, leuchtender Kopf. Schlimmer noch, es sieht so aus, als hätte dieser Kopf überhaupt keinen Körper. Der Ninja-Laternenhai hat eine schwarze Haut, sodass er in der Dunkelheit fast unsichtbar ist. Er ist nur so groß wie ein menschlicher Arm, aber mit seinen kleinen scharfen Zähnen ist nicht zu spaßen.
Niemand weiß wirklich, warum dieser Hai leuchtet. Vielleicht, um leckere Fische anzulocken? Eine andere Theorie besagt, dass er das Licht nutzt, um mit seinen Freunden zu kommunizieren. Hat er Freunde? Die Hammerhaie. Diese wilden Haie können bis zu einer halben Tonne wiegen. Sie leben in tropischen Gewässern auf der ganzen Welt und gehören zu den bekanntesten Haiarten. Ihre Augen befinden sich tatsächlich an den Seiten ihres hammerförmigen Kopfes. Das bedeutet, dass sie in fast alle Richtungen sehen können. Sie haben sogar spezielle Nackenmuskeln, um ihren Kopf nach oben und unten zu heben, um ein bisschen besser zu sehen. Ihr Lieblingsessen? Stachelrochen. Ihr wisst schon, diese flachen Dinge, die am Meeresboden entlang schwimmen und so gut getarnt sind, dass sie wie Sand und Felsbrocken aussehen. Stachelrochen kommen gut davon, da sie sich ihrer Umgebung optisch anpassen und die Gefahr so meist einfach vorbeischwimmt. Aber die Augen des Hammerhais sehen alles. Oh oh. Weiße Haie, Hammerhaie und andere große Haie leben etwa 25 Jahre. Aber ein Hai kann viel, viel länger leben. Der Grönlandhai kann zwischen 300 und 500 Jahre alt werden. Er lebt hauptsächlich im Nordatlantik und den arktischen Ozeanen. Er liebt es, tief unten in der Dunkelheit zu schwimmen, sodass er seine Nase zum Erschnüffeln von Nahrung benutzt. Da er so viel Zeit dort unten verbringt, hat er herausgefunden, wie er dem starken Druck widerstehen kann. Er ist eine der ältesten, größten und langsamsten Fischarten der Erde. Stellt euch nur vor, ihr seid auf einer arktischen Kreuzfahrt und seht einen dieser Haie, der sich langsam durch das eiskalte Wasser bewegt. Er könnte 400 Jahre älter sein als ihr. Die meisten Haie sind Allesfresser. Sie können Delfine, andere Haie, Krebse, Seeigel, kleinere oder sogar größere Fische jagen. Hotdogs! Nein, das mit den Hotdogs war ein Scherz. Aber der Schaufelnasenhai ist etwas anders. Etwa die Hälfte seiner Mahlzeiten besteht aus Algen. Er ist eigentlich mit dem Hammerhai verwandt, aber sein Kopf sieht eher wie eine Schaufel aus. Kannst du ihn ausgraben? Wenn man diesen Kerl herumschwimmen sieht, könnte man denken, es sei eine Seeschlange oder ein riesiger Wasserwurm. Kragenhaie schwimmen gerne ganz unten am Grund des Ozeans, wie viele andere Haie auch. Wenn sie etwas Leckeres jagen, bewegen sie sich ähnlich wie eine Schlange. Und genau wie eine Schlange verschlingen sie ihr Mittagessen am liebsten in einem Stück. Aber das bedeutet nicht, dass sie keine Zähne haben. Sie haben ungefähr 200 schöne und scharfe Beißerchen. Der Sägehai hat eine lange, flache und sehr stachelige Nase. Diese Zähne auf seiner Nase hören nie auf zu wachsen. Jeder Zahn ist mit elektrischen Rezeptoren ausgestattet, die dem Sägehai helfen, nach Fischen in der Nähe zu tasten, ähnlich wie das Radar eines Schiffes. Wenn das Abendessen in der Nähe ist, schwimmt der Hai heran und schlägt mit seiner Nase zu, wobei er sie wie ein Ritter herumschwingt, der seine Fähigkeiten vorführt. Wenn dieser Kerl hier vorbeischwimmt, habt ihr nicht einmal Zeit zum Blinzeln. Habt ihr ihn gesehen? Jetzt vielleicht? Darf ich vorstellen, der schnellste Hai der Welt, der Kurzflossen-Makohai. Er kann bis zu 55 Kilometer pro Stunde schnell schwimmen. Am Land erscheint das vielleicht nicht so schnell zu sein, aber unter Wasser ist es das. Langsamer als ein Gepard, aber schneller als die meisten Hunde. Er ist warmblütig, was für einen Hai sehr selten ist. Das hilft ihm, zu kalten und weit entfernten Orten zu schwimmen, wo ein gewöhnlicher Hai einfach nicht überleben würde. Der Schwertfisch ist viel schneller. Er kann bis zu 90 Kilometer pro Stunde schnell schwimmen. Er ist gar kein Hai, aber trotzdem eine erstaunliche Kreatur. In einem Rennen geht der Schwertfisch normalerweise als Sieger hervor. Aber er ist nicht nur schnell, er ist genial schnell. Er hat eine Drüse neben seiner Nase, die ein spezielles Öl ausscheidet. Dieses Öl verteilt sich in seiner Nase und tritt durch winzige Löcher aus. Dieses spezielle Öl ist wasserabweisend, was den Schwertfisch mit hoher Geschwindigkeit durch das Wasser gleiten lässt. Wenn du seine Flosse im Wasser siehst, bleibt dir fast das Herz stehen. Er ist der Grund, warum du dich unwohl fühlst, wenn du im Meer badest. Dieser riesige Jäger mit seinen messerscharfen Zähnen hat sich einen Namen gemacht. Der große weiße Hai. Aber der ultimative Schrecken des Meeres verlässt sein Revier. Dafür muss es einen driftigen Grund geben. Aber was könnte den weißen Hai so sehr erschrecken, dass er einfach abhaut? Vielleicht ein riesiges Monster à la H.P. Lovecraft, das selbst den Megalodon mickrig aussehen lässt? Nee, nicht mal annähernd.
Niemand kann einen Teil des Ozeans so schnell räumen wie Orcas. Wenn ein mächtiger Schwarm auf der Suche nach Nahrung ist, wie Robben und Tintenfischen, dann verlassen selbst die größten und furchterregendsten Haie das Gebiet, ohne sich nochmal umzudrehen. Es ist nicht bekannt, ob die Orcas direkt auf die weißen Haie abzielen oder ob sie generell nur die Konkurrenz aus ihrem Gebiet vertreiben. Was in der Meeresbiologie aber bekannt ist, die Haie ziehen Leine und kommen manchmal erst ein Jahr später wieder. Das kann man irgendwie verstehen, vor allem weil Orcas viel größer sind als die weißen Haie und sie haben auch beachtliche Zähne, die sie einsetzen, um ihre gnadenlose Lust auf Fleisch zu befriedigen. Orcas sind außerdem hochintelligent und arbeiten im Team, um einen Fischschwarm zu fangen, Robben vom Eis zu holen oder auch um Buckelwale zu jagen. Also wenn der weiße Hai Angst vor einem mächtigen Orca hat, solltest du dann auch Angst vor einem haben? Ich persönlich halte mich ja von jedem wilden Tier fern. Aber vielleicht hilft dir das, nachts besser zu schlafen. Orcas sind ziemlich wählerische Esser. Und die gute Nachricht für dich ist, Mensch steht nicht auf ihrem Speiseplan. Und sie werden ihren Speiseplan nicht ändern, nur weil du heute im Wasser planschst. Übrigens, Orcas sind eigentlich gar keine Wale. Technisch gesehen sind sie die größte Delfinart. Und ja, Haie haben auch Angst vor ihrem Verwandten, dem großen Tümmler. Selbst ein einzelner großer Tümmler ist zu stark für einen Hai. Und wenn sie in einer Gruppe unterwegs sind, hat der Hai keine Chance. Er wird von den sehr agilen Meeressäugern einfach ausmanövriert. Sie benutzen ihre stumpfe Schnauze wie einen Rambock. Damit ärgern sie den Hai natürlich, sodass der schnell das Weite sucht. Wenn du jetzt an andere Top-Jäger im Tierreich denkst, fällt dir bestimmt der Wolf ein. Ein Rudel kann ein riesiges Territorium einnehmen und weil sie ziemlich weit oben an der Spitze der Nahrungskette stehen, können sie aus einem reichlichen Futterangebot auswählen. Sie sind hochintelligent, schnell und wendig. Aber ihr wahrscheinlich größter Vorteil ist ihre Anzahl. Wenn Bären oder Berglöwen versuchen, einen Wolf zu überrumpeln, kommt sofort das Rudel zusammen und der Jäger wird zum Gejagten. Auch ohne ihre Anzahl dominieren und erschrecken sie. Es ist schwer für jedes andere Tier, einen einsamen Wolf zu attackieren, also lassen sie ihn normalerweise in Ruhe. Stell dir vor, du siehst bei Minusgraden in einer komplett schneebedeckten weißen Landschaft ein Wildschwein und dahinter den in Orange gekleideten Jäger. Ja, das ist der sibirische Tiger, der nicht zum Spielen gekommen ist. Mit einer Länge von über 3 Metern und einem Gewicht von bis zu 180 Kilogramm sind sie die größten aller Wildkatzen. Diese Katze kann leicht über deinen Kopf springen, während sie das Doppelte ihres Körpergewichts trägt. Das einzige Tier, das diesen Tiger wirklich herausfordern kann, ist der Braunbär, wenn er schon groß ist. Aber es wäre trotzdem eine knappe Angelegenheit. Kein Wunder, dass der sibirische Tiger die Spitze der Nahrungskette in seinem Teil der Welt einnimmt. Wenn es um den Top-Boss der südamerikanischen Gewässer geht, dann reden wir über die grüne Anaconda. Nicht einmal Jaguare und Kaimane sind in der Nähe der größten Schlange der Welt sicher. Das trübe Wasser der Flussufer ist die perfekte Tarnung für die Riesenschlange. Sie bleibt unbemerkt und wartet darauf, dass etwas zum Futtern vorbeikommt. Und dann, wusch, schlägt die Schlange zu. Sie nutzt ihre scharfen, gebogenen Zähne und die 4,5 Meter reine Muskelmasse, um ihr Mittagessen an Ort und Stelle zu verschlingen. Zum Glück für die anderen Tiere sind Anacondas nach dem großen Fressen Wochen oder sogar Monate lang satt. Sie ruhen einfach, ohne sich Gedanken über ihre nächste Mahlzeit zu machen. Aber die größte Schlange der Welt ist nicht die gefährlichste. Dieser Titel gehört der schwarzen Mamba. Löwen, Tüpfelhyänen, Giraffen und sogar Elefanten meiden die Mamba um jeden Preis. Sie alle wissen, dass ein Biss sie sehr schnell ausschalten wird. Mit einer Länge von bis zu 4 Metern ist sie nach der Königskobra die zweitlängste Giftschlange der Welt. Die afrikanische schwarze Mamba ist die schnellste Schlange der Welt. Sie schlängelt mit einer Geschwindigkeit von 19 Kilometern pro Stunde. Das ist ungefähr die maximale Geschwindigkeit der meisten Laufbänder. Nicht an der Spitze, aber eine Erwähnung wert, ist der Nachbar der grünen Anaconda, der Zitteraal oder auch elektrischer Aal genannt. Nur sehr wenige Tiere sind bereit, es mit einer so hoch aufgeladenen Kreatur anzulegen. Zitterale haben rund 6000 spezielle Zellen, die bis zu 800 Volt Strom erzeugen können.
das ist mehr als das Vierfache einer normalen Steckdose. Das ist genug, um ein Pferd aus den Latschen zu hauen und um an Weihnachten die Beleuchtung zu betreiben. Im Jahr 2019 hat ein Aquarium in Tennessee einige Baumlichter an das Aalbecken angeschlossen. Jedes Mal, wenn der Aal das Wasser geschockt hatte, leuchteten die Bäume auf. Es heißt, dass der Zitteraal seine Volt recyceln kann. Dieser Prozess wird Revolting genannt. Nein, das habe ich mir eben ausgedacht. Aber dieser wahre Aalfaktor wird dich umhauen. Zitterale sind Luftatmer. Sie müssen etwa alle 10 Minuten auftauchen, um ihr Maul mit Luft zu füllen. Ja, ihre einzige Lunge befindet sich in ihrem Maul. Regiert der König des Dschungels unangefochten? In Büchern und Filmen auf jeden Fall. Im wirklichen Leben aber nicht. Zum einen ist seine Heimat die afrikanische Ebene und nicht der Dschungel. Eine ganze Reihe von Konkurrenten wie Hyänen, Leoparden und Krokodile versuchen ständig dem König die Krone streitig zu machen. Selbst Zebras und Giraffen können die Großkatze mit einem schnellen Tritt stoppen, falls sie sich von ihr bedrängt fühlen. Wenn wir nach der Bisskraft gehen, gewinnt das afrikanische Nilkrokodil. Sein Biss ist der stärkste, den Menschen je gemessen haben. Seine Kiefer sind 5-mal so stark wie die eines Löwen. Vor Jägern aus dem Wasser schützt du dich, indem du das Wasser meidest. Aber viel Glück beim Ausweichen vor einem Löwen. Sie können mit 80 Kilometern pro Stunde rennen, die Länge eines Schulbusses überspringen und auf Bäume klettern. Der größte Herausforderer um die Spitzenposition ist der afrikanische Wildhund. Er und der Löwe gehen ständig aufeinander los, weil sie das gleiche Futter jagen und im gleichen Gebiet unterwegs sind. Bei einem großen Löwenrudel haben die Hunde keine andere Wahl, als zu fliehen. Aber sie haben den Katzen etwas voraus. Ausdauer. Löwen können unglaubliche Geschwindigkeiten erreichen, aber nur in kurzen Sprints. Sie verbrauchen nämlich zu viel Energie, um ihre 180 plus Kilo Muskeln so schnell zu bewegen. Afrikanische Wildhunde haben lange, schlanke Beine und große Lungen für ihre Körpergröße. Das bedeutet, sie können schnell rennen und das kilometerweit. So jagen sie einfach ihre Mittagessen hinterher, bis es müde wird. Es gibt ein Tier, das mutig genug ist, sich mit dem König anzulegen, wenn der Tiger zu neugierig wird. Das Nilpferd. Es mag niedlich und knufflig aussehen, aber Flusspferde gehören zu den gefährlichsten Tieren auf der Erde. Den Statistiken zufolge solltest du also mehr Angst vor ihm haben als vor dem weißen Hai. Wenn du denkst, sie sind nur etwas speckig, dann irrst du dich. Nilpferde sind reine Muskeln und wiegen so viel wie ein Auto. Ihre spitzen Eckzähne können länger als dein Unterarm werden. Sie brauchen also vor nichts Angst zu haben. Selbst Löwen und Krokodile halten lieber Abstand. Ihr Name ist Programm. Wasserpferd. Sie verbringen nämlich bis zu 16 Stunden am Tag unter Wasser. Aber das Witzige daran ist, dass Nilpferde gar nicht schwimmen können. Wenn du eines schwimmen siehst, hat es sich gerade vom See- oder Flussboden abgestoßen. Dabei kann es trotzdem schnell genug sein, um den besten olympischen Schwimmer zu schlagen. Pass also auf. Yep. Geh zur Seite, Leo. Das Nilpferd ist das wahre Spitzentier Afrikas. Aber ich werde nicht zu ihnen gehen, um ihnen die Auszeichnung zu überreichen. Was den Herrscher des Waldes angeht, mach Platz für den Grizzlybären. Mit einem Gewicht von über einer halben Tonne denkst du vielleicht, dass dieses massige Pelztier langsam und schwerfällig ist. Aber eine Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde über weite Strecken aufrechtzuerhalten, ist für den riesigen Braunbären nicht schwer. Bergauf, bergab, über unwegsames Terrain, sie sind die Geländewagen der Tierwelt. Ohne natürliche Feinde zu haben, steht dieser Bär an der Spitze seiner lokalen Nahrungskette. Gut, dass sie ein Drittel des Jahres schlafen. Hoffe trotzdem, dass du nie einen Grizzly begegnest. Niemals. Vor allem nicht kurz vor ihrem Winterschlaf. Sie verbringen die Herbstmonate damit, sich für den Winter zu mästen. Und ihr Appetit ist dann größer als sonst. Als größter Raubvogel Nordamerikas kannst du den Steinadler überall auf dem Kontinent in Wäldern und Gebirgen sehen. Ihre Flügelspannweite beträgt fast 2 Meter und bei ihnen heißt es nicht umsonst Adlerauge. Diese Vögel können ein Kaninchen aus 5 Kilometer Höhe erkennen. Das wäre so, als würdest du eine Ameise sehen, während du auf dem Dach eines 10-stöckigen Gebäudes stehst. Steinadler stürzen sich aus großer Höhe runter und erreichen dabei Geschwindigkeiten von bis zu 320 Kilometern pro Stunde. So schnell wie ein abgeschossener Pfeil. Wusch!
Vor 450 Millionen Jahren. Nein, ich war damals nicht dabei, war der Meeresspiegel höher, Korallenriffe begannen sich zu bilden, das Klima auf unserem Planeten war stabil und warm und es gab noch nicht einmal Dinosaurier. Das war die Zeit, als die Knochen- und Kieferfische, die wir als Haie kennen, auf der Bildfläche auftauchten. Seitdem beherrschen sie die Ozeane und lassen andere Meeresbewohner vor Angst die Flucht ergreifen. Viele von ihnen, wie der weiße Hai, stehen heute als Jäger ziemlich weit oben in der Nahrungskette und haben sich perfekt an das Leben im Meer angepasst. Sie sind heute weniger vielfältig als früher. Einer der Gründe dafür ist der Asteroideneinschlag zur Zeit der Dinosaurier. Nachdem dies die Zahl der Haiarten reduziert hatte, überlebten nur noch kleinere sowie Tiefseearten, die hauptsächlich Fische fraßen. Mit der Zeit wurden sie immer größer. Nahe der Oberfläche entwickelten solche Haie wie Markus oder Weiße schnellere Bewegungsmuster und färbten sich grau bis blau, um sich ihrer Umgebung anzupassen. Der Epaulettenhai kann sogar gehen. Er kann zwar nicht am Strand spazieren gehen, weil er außerhalb des Wassers nicht atmen kann, doch er lebt in Korallen im flachen tropischen Gewässer, wo er in einer Art Kriechbewegung umherlaufen kann. Doch tief unten gibt es mysteriöse, fremdartige, oft riesige Haiarten, die nie an die Oberfläche gekommen sind, weshalb sie sich nicht an die neue Umgebung und veränderte Bedingungen anpassen mussten. Sie haben sich im Laufe der Zeit nicht allzu sehr verändert, also sind sie quasi lebende Fossilien. Diese Kreaturen haben meistens nicht 5 Kiemenschlitze, die häufigste Anzahl, sondern 6 oder 7. Das liegt daran, dass es weniger Sauerstoff gibt, je tiefer man ins Meer vordringt, weshalb sie mehr Kiemenschlitze brauchen und Haie an der Oberfläche weniger besitzen. 6-Kiemenhaie sind die primitivsten Haie, die wir heute haben. Ihre Skelette ähneln denen uralter, ausgestorbener Haie und sie können nur in sehr tiefen Gewässern überleben. Genau wie Katzen verfügen Haie über eine Schicht reflektierender Zellen in ihren Augen, die ihnen helfen, im Dunkeln tiefer Meere oder in trüben Gewässern besser zu sehen. Haie an der Oberfläche haben große Augen, weil sie sich so entwickelt haben, dass sie im Sonnenlicht jagen. Daher verlassen sie sich eher auf ihre Sehkraft. Diejenigen, die in seichten Gewässern leben, haben kleine Augen, um sich vor dem Sand schützen zu können. Wie einige andere Tiefseebewohner haben auch 6-Kiemenhaie größere Augen, um so viel Licht wie möglich aufzunehmen. Sie besitzen mehr lichtempfindliche Stäbchenzellen, können aber nicht so gut Farben unterscheiden. In der Dämmerungszone des Ozeans, wo es nur das Minimum an Sonnenlicht gibt, gibt es ein paar biolumineszente Haiarten. Die nehmen das Licht nicht mit ihren Augen auf, sondern produzieren oder emittieren es mit ihrem Körper. Ihre Haut oder Organe haben spezialisierte Zellen, die ein weiches blaugrünes Licht erzeugen. Tiefseelebewesen, die ihr eigenes Licht erzeugen, tun das, um ihre Beute anzulocken, Tiere davon abzuhalten, sie zu jagen oder, so vermutet die Wissenschaft, miteinander zu kommunizieren. Es kann ihnen sogar helfen, sich zu tarnen. Das tun sie, indem sie ihre Silhouetten vor Tieren verbergen, die sie verfolgen. Sie produzieren genug Licht, um sich ihrer Umgebung anzupassen. Das größte leuchtende Unterwasserwesen ist der Schokoladenhai, der in einer Tiefe von 300 Metern unter dem Meeresspiegel Grundfische oder kleinere Haie jagt. Er kann über 180 cm lang werden und lebt 1000 Meter unter der Wasseroberfläche. Tiefseehaie sind auch größer als die an der Oberfläche. Der Grönlandhai kann bis zu 7,3 Meter lang werden, größer als ein weißer Hai. Es gibt etwas namens Tiefseegigantismus. Dabei werden Lebewesen in nährstoffarmen Tiefen des Ozeans größer, weil sie so weniger Energie zum Warmhalten verlieren. Der Grönlandhai lebt sein Leben in Zeitlupe. Er hat einen langsamen Stoffwechsel und kann sehr lange ohne Nahrung auskommen. Mit ihrem langsamen Tempo entwickelten diese Haie eine Lebenserwartung von bis zu 500 Jahren in Tiefen von bis zu 2200 Metern. Haie in seichten Gewässern fangen ihre Beute, indem sie sich auf Beweglichkeit und Geschwindigkeit verlassen. Doch sie haben es leichter, weil es an der Oberfläche viel Nahrung gibt. Tiefseehaie mit weniger Nahrung und langsameren Lebensrhythmus mussten einen anderen Stil entwickeln. Sie sind opportunistischer, definitiv nicht wählerisch und es ist ihnen egal, ob ihre zukünftige Mahlzeit lebendig ist oder nicht.
Der Kragenhai, ein weiteres lebendes Fossil aus den dunkelsten Tiefen, hat sich im Laufe der Zeit nicht viel weiterentwickelt. Und er ist einer der letzten seiner Art, da alle seine Verwandten bereits ausgestorben sind. Er wird bis zu 2 Meter lang, jagt hauptsächlich Tintenfische und fängt andere Haie und Fische. Er sieht aus wie ein Dinosaurier, hat ein schlangenartiges Gesicht und einen langen, glatten, dünnen Körper, der sich schlangenartig bewegt. Er bewegt sich durch die Kraft seines Schwanzes vorwärts und kann sich wie eine Schlange kringeln. Anders als andere Haie schwimmt er nicht in einer geraden Linie. Ein Zigarrenhai wird bis zu 50 cm groß. Seinen Namen hat er schlicht aufgrund seines Aussehens bekommen. Er ist ein Parasit, was bedeutet, dass er sich von größeren Tieren ernährt, sie aber am Leben lässt. Diese Haie haben scharfe Zähne und verschlucken manchmal sogar welche, die sie absichtlich ausfallen lassen. Einige ForscherInnen glauben, das könnte daran liegen, dass sie in nährstoffarmen Tiefen leben. Wenn sie ihre Zähne schlucken, können sie daraus Kalzium und andere Materialien recyceln. Stachelhaie sind seltene und ungewöhnliche Kreaturen mit vielen dornenartigen Zähnchen und 2 kleinen Rückenflossen. Sie leben hauptsächlich in den Tiefen des Pazifik, bis zu fast 600 Meter unter der Wasseroberfläche. Geisterhaie sind eigentlich gar keine echten Haie, sondern eng mit ihnen verwandte Rochen. Sie haben große Brust- und Bauchflossen, 2 Rückenflossen, ziemlich große Augen und im Gegensatz zu ihren Cousins eine einzige äußere Kiemenöffnung. Geisterhaie haben schlanke Schwänze und können bis zu 2 Meter groß werden mit einer silbernen, beschwärzlichen Farbe. Sie leben manchmal in Flüssen und Küstengewässern, aber auch 2500 Meter und mehr tief im Ozean. Sie sind ziemlich schwache Schwimmer, daher neigen sie dazu, sich von wirbellosen Tieren und kleinen Fischen zu ernähren. Koboldhaie. Dieser gruselige Hai mit einem schwabbeligen Körper schwimmt durch die Tiefsee und entdeckt plötzlich einen kleinen, unschuldigen Tintenfisch. Er schwimmt darauf zu, doch der potenzielle Snack bemerkt es und beginnt die Flucht zu ergreifen. Zuerst scheint es, als würde das auch klappen, doch dann schießt der Hai plötzlich seinen Kiefer aus seinem Maul und fängt den armen kleinen Tintenfisch in Sekundenschnelle. Ist die Mahlzeit vorüber, schiebt das Tier den Kiefer einfach wieder in den Mund und schwimmt weiter, als wäre nichts gewesen. Das ist möglich, weil er einen Kiefer besitzt, der mit 7,5 cm langen Hautlappen verbunden ist, sodass er aus der Schnauze herausklappen kann. Er kann bis zu 30 cm lang und 210 kg schwer werden. WissenschaftlerInnen glauben, dass Koboldhaie hauptsächlich morgens und abends aktiv sind. Der Hai hat eine lange hervorstehende Schnauze und daran spezielle Sinnesorgane. Die nutzt er, um elektrische Felder in den dunklen Tiefen des Ozeans aufzuspüren. Der Siebenkiebenhai ist ein großer Grauhai. Oben braun bis silbergrau, unten weiß-schwarz-weiß gefleckt. Mit einem dicken Körper, einer kleineren Rückenflosse und einer breiten, stumpfen Schnauze. Er kann bis zu 25 cm lang werden und lebt hauptsächlich in einer Tiefe von 570 Metern, ist aber auch in tiefen Kanälen und Buchten zu finden. Wenn er provoziert wird, kann er Menschen gegenüber äußerst aggressiv sein. Lass es also lieber. Wie die meisten Tiefseebewohner ist er ein opportunistischer Jäger, der nicht allzu wählerisch ist, aber gerne Delfine, Robben, Schweinswale und andere Meerestiere jagt. Riesenmaulhaie leben meist in Tiefen von 4600 Metern und verbringen die meiste Zeit ihres Lebens in Dunkelheit. So wie ich. Entdeckt haben WissenschaftlerInnen sie 1976, weil einer nachts dicht an die Oberfläche kam, um Zooplankton zu fressen. Das ist die einzige Zeit, zu der diese Haie nach oben kommen. Tagsüber kehren sie in ihre ruhigen, dunklen und mysteriösen Tiefen zurück. Sie sind Filtrierer, was bedeutet, dass sie beim Schwimmen den Mund weit offen halten, um das Plankton zu filtern, das sie so gerne fressen. In ihrem Maul gibt es Organe, die Licht erzeugen, das potenzielle Beutetiere wie ozeanische Krustentiere anlockt. Diese Haie leben in den tiefen Teilen des Ozeans, aber man findet sie selten tiefer als 3000 Meter vor. WissenschaftlerInnen glauben, dass einige andere stärkere Knochenfische sie verdrängt haben. Vor etwa 70 Millionen Jahren wurden tiefe Teile des Meeres mit Sauerstoff angereichert. Und Haie gibt es schon viel länger.
Doch Knochenfische haben sich angepasst und effiziente Wege der Sauerstoffnutzung entwickelt, während Haie mit ihren Anpassungen langsamer waren. Also haben sie verloren. Außerdem sind die Tiefen des Ozeans viel kälter, was für Fische und den Rest der kaltblütigen Tiere eine Herausforderung darstellt, da die Geschwindigkeit ihres Stoffwechsels stark von der Außentemperatur abhängt. Der Megalodon war der größte Hai, der je gelebt hat. Aber nicht nur das, er ist auch einer der größten Fische und das größte Raubtier in der Geschichte der Erde. Er war mehr als dreimal so groß wie der größte weiße Hai, der je gesichtet wurde. Man hat auch herausgefunden, dass die Weibchen fast doppelt so groß waren wie die Männchen. Ein Megalodon hätte einen Kleinwagen ohne Probleme schlucken können, wenn es damals schon Autos gegeben hätte. Fakt ist, dass der Megalodon so groß und mächtig war, dass er keine natürlichen Feinde hatte. Er war also der König der Meere und schwamm ungehindert von Ozean zu Ozean. Reste dieses Weltenbummlers fand man auf der ganzen Welt, von Amerika über Europa und Australien bis Japan, die es damals aber so noch nicht gegeben hat. Fossilien von ihm wurden auf allen Kontinenten gefunden, außer der Antarktis. Da will ja auch keiner hin. In der Wissenschaft heißt es zwar, dass der Megalodon vor über 3,6 Millionen Jahren ausgestorben ist, aber könnte er nicht doch noch in den tiefsten Tiefen der Ozeane leben? Der beeindruckende Name Megalodon kommt übrigens aus dem Griechischen, zusammengesetzt aus Mega für groß und Odont für Zahn. Übersetzt heißt er also großer Zahn und seinem Namen macht er alle Ehre. Einer seiner Beißer konnte so groß wie dein Kopf werden und er hatte insgesamt 276 davon, verteilt auf 5 Reihen. Aus der Geschichte wissen wir, dass nur einige Säbelzahntiger und der T-Rex größere Zähne hatten. Das wäre ein Showdown, den ich gerne sehen würde. Aber auch der Megalodon verschwand von der Bildfläche vor Millionen von Jahren und hinterließ uns nur riesige Zähne. Weißt du eigentlich, dass nur etwa 5% des Ozeans erforscht sind? Wer kann also mit Sicherheit sagen, dass er nicht doch noch irgendwo am Meeresgrund lauert? Aber falls du bis nach unten abtauchen würdest, würdest du ihn nicht antreffen, weil Haie warme Küstengewässer bevorzugen, genau wie wir. Das Leben in der Tiefsee wäre ihnen viel zu kalt und Futter gäbe es auch nicht in Hülle und Fülle. Außerdem ist ihr Körper gar nicht dafür geschaffen, dem enormen Wasserdruck da unten standzuhalten. Sie würden zerquetscht werden. Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass der Megalodon in der Tiefsee lebt, aber nicht unmöglich. Schauen wir uns den Megalodon mal an. Anhand von Forschungen geht man davon aus, dass er nicht wie ein weißer Hai aussah. Demnach gehört der Megalodon zu einer anderen Fischfamilie und sah wohl eher wie ein riesiger Sandtigerhai aus. Abgeflachte Schnauze, kleine Augen, nach hinten gerichtete Rückenflossen. Der Sandhai hat 2 Rückenflossen, eine ist aber etwas kleiner. Er ist hellbraun mit einem weißen Bauch. Möglicherweise hatte auch der Megalodon am ganzen Körper braunrote Flecken, so wie der Sandhai. Seit den ersten Fossilfunden galt der Megalodon als unheimlich. Das war damals in der Zeit der Renaissance. Man fand einige Zähne in Felsen und zuerst dachte man, die Zähne seien Zungen von Drachen oder Schlangen. Das hier ist eine Zeichnung von damals, die zeigt, wie man sich den Besitzer dieser Zähne vorgestellt hatte. Eine riesige Schnauze mit einer furchterregenden Nase und einem Haufen rasiermesserscharfer Zähne. Der Megalodon wurde bisher als eine Art riesiger weißer Hai beschrieben. Das ist aber nur ein weit verbreiteter Mythos. Fakt ist nämlich, dass die Vorfahren des heutigen weißen Hais zur gleichen Zeit wie der Megalodon lebten. Du kannst dir vorstellen, dass sie nicht gerade die besten Freunde waren. Sie standen wohl im Wettstreit zueinander. Der weiße Hai war nämlich ein besserer Jäger als der Megalodon. Dank seiner geringeren Größe und seiner Agilität konnte er dem Megalodon quasi die Beute vorm Maul wegschnappen. Die weißen Haie fraßen wohl auch seine Jungtiere, die nur halb so groß waren. Das hat die Sache mit dem Aussterben wohl eher noch beschleunigt. Wir haben auch Beweise, dass der Megalodon ein brutaler Jäger war. Er stand ganz oben auf der Nahrungskette. Sein stärkstes Kampfmittel war der Rambock. Er war zwar ein langsamer Schwimmer, aber er war massig, sodass sein Rambock eine enorme Kraft hatte. Mit seinem Angriff überrumpelte er seine Beute. Er hatte auch nur eine Chance, sie zu treffen. Denn wenn er sie verfehlte, brauchte er zu lange, um zur zweiten Runde anzusetzen. Du kannst die Manövrierfähigkeit eines Megalodons mit der eines großen Lastwagens vergleichen.
Auch wenn ein weißer Hai einem ausgewachsenen Megalodon im direkten Kampf nicht gewachsen war, hatte er keine Scheu, ihm sein Fressen wegzuschnappen. Daher blieben ihm nur die großen Fische und Wale übrig. Allerdings ging sein Nahrungsnachschub langsam zur Neige, weil die Wale in kühleren Meere schwammen. Die Wale passten sich den niedrigeren Temperaturen an und ließen die Megalodons zurück. Entweder sind sie verhungert oder die Eiszeit hat ihnen den Rest gegeben. Also der Megalodon war definitiv kein weißer Hai. Er könnte auch Ähnlichkeit mit dem heutigen Bullenhai gehabt haben. Der hat wie der Sandhai eine kurze Schnauze, einen flachen Unterkiefer, aber riesige Brustflossen, um seinen massigen Körper stabil zu halten. So schrecklich der Megalodon auch aussah, er war ein fürsorglicher Familientyp. Zu dieser Erkenntnis kam man, als man in Florida, Maryland und Panama mehrere Megalodon-Aufzuchtgebiete entdeckt hatte. In den flachen Gewässern brachten sie ihre Jungen zur Welt. Das wissen wir, weil man dort viele kleine Megalodon-Zähne gefunden hatte. Da hatte die Zahnfee was zu tun. Wieso gibt es eigentlich so viele Megalodon-Zähne? Naja, wegen ihrer aggressiven Fressgewohnheiten verlieren Haie regelmäßig Zähne. Im Prinzip verlieren sie alle 1 bis 2 Wochen einen Satz Zähne. Das sind 40.000 Zähne in einem Leben. Da wäre die Zahnfee aber arm geworden. Das ist also der Grund, warum wir ständig ihre Zähne auf dem Meeresboden finden. Sie sind auch der härteste Teil des Haiskeletts, weshalb sie noch so gut erhalten sind. Wenn man sich diese Zähne so ansieht, kann man schon verstehen, dass die ersten Entdecker entsetzt waren und sie für versteinerte Zungen uralter Schlangenwesen hielten. Anfangs nannte man sie auch Zungensteine. Es ist auch ein weit verbreiteter Mythos, dass die Megalodons zur gleichen Zeit wie die Dinosaurier lebten. Das wäre zwar ziemlich cool, aber rein rechnerisch gar nicht möglich. Die Dinosaurier sind vor etwa 66 Millionen Jahren ausgestorben. Die Megalodons kamen viel später. Sein ältestes Fossil ist etwa 23 Millionen Jahre alt. Das genaue Datum kann man natürlich nicht bestimmen, weil es damals ja noch keine Kalender gab. Sie starben aus, lange bevor sich der Mensch entwickelt hatte. Die ersten Homo sapiens, wie die ersten Menschen genannt werden, entwickelten sich vor etwa 2,5 Millionen Jahren. Aber was, wenn der Megalodon nicht ausgestorben wäre? Dann wären die Walpopulationen auf jeden Fall drastisch zurückgegangen. Es gäbe also immer weniger Wale, an denen sie knabbern könnten, und sie wären auch schwieriger zu fangen, weil Wale mit der Zeit schlauer geworden sind. Sie haben neue Verteidigungsmanöver gelernt. Man schätzt, dass ein Megalodon täglich etwa 12 Tonnen Futter verschlungen hatte. Der Krake ist ein gigantischer Tintenfisch und ein legendäres Seeungeheuer. Der Koloss unter den Tintenfischen. Wenn es dieses Monster wirklich gegeben hätte, dann würde unsere Welt ganz anders aussehen. Der Krake hat mächtige Tentakel mit Saugnäpfen am Ende und es ist unmöglich, ihnen zu entkommen. Er kann ein Schiff in 2 Hälften brechen oder es einfach in die Tiefe ziehen. Aber das Schlimmste am Kraken ist seine Größe. Alten Seefahrergeschichten zufolge soll er so groß wie 10 Fußballfelder sein. Sein Spielername wäre dann wohl Romelulu Kraku. Legenden über den Kraken besagen, dass er so riesig war, dass Seeleute ihn anfangs für eine kleine Insel hielten. In den vergangenen Jahrhunderten wäre es unmöglich gewesen, solch ein Ungeheuer zu besiegen. Und wenn der Krake wirklich existiert hätte, dann hätte er doch sicher Nachkommen gehabt, oder? Oh Mann, in allen Ozeanen der Welt gäbe es riesige Monster, die jedes Schiff spurlos verschwinden lassen könnten. Dann wäre es auch unwahrscheinlich, dass der Krake in seinem Lebensraum Konkurrenz gehabt hatte und seine Population wäre ungehindert gestiegen. Und weil der Krake so riesig gewesen sein soll, bräuchte er eine Menge Futter, was sich auf die Population anderer großer Meerestiere ausgewirkt hätte. Blauwale, weiße Haie, andere Tintenfische, eigentlich alle großen Meeresbewohner wären gefährdet. Der Krake gehört zur Gattung der Kopffüßer. Zu dieser Gattung gehören auch Tintenfische und Oktopusse. Das sind einige der intelligentesten Lebewesen auf der Erde. Der Krake ist ein geschickter Jäger und kämpft nie in freier Wildbahn. Die riesigen Tintenfische leben in tiefen Gewässern und haben die größten Augen aller Tiere. Ein Auge ist so groß wie ein großer Teller und sie erkennen ihre Beute schon von Weitem. Daher würde ein Krake auch das Schiff viel früher entdecken, als das Sonar den Kraken aufspüren könnte. Er wäre dir immer einen Schritt voraus. Nicht so gut, oder? Im Jahr 1857 wurde an der Küste Dänemarks ein Tintenfischschnabel entdeckt. Weitere Überreste von riesigen Tintenfischen wurden auf den Bahamas gefunden.
Danach war man sich in der Wissenschaft einig, dass es Riesenkalmare gibt. Und weg sind sie. Ein Nilkrokodil schwimmt locker schneller als ein Nilpferd. So ein Kroko schwimmt flussaufwärts gegen eine starke Strömung an. Doch sein Körper ist für das Schwimmen in rauen Gewässern gebaut. Es wiegt so viel wie zwei Kühlgefrierkombis und gilt als das schwerste Reptil der Erde. Es kann bis zu 35 Kilometer pro Stunde schnell schwimmen. Ein Nilpferd kann gar nicht schwimmen, nicht wirklich. Es läuft nur über das Flussbett und stößt sich von großen Steinen ab. Es kann seine Nasenlöcher verschließen, wann immer es will, um durchs Wasser zu gleiten. Aber mit dem Kroko kann es nicht mithalten. Das Krokodil erreicht das Ufer und beginnt durch ein Feld zu rennen. Aber mach lieber Platz, das Nilpferd holt auf. Es rast geradezu über das flache Gelände. Trotz seiner riesigen Größe läuft so ein Nilpferd schneller als ein Mensch. Das Kroko hatte mehrere Kilometer Vorsprung, doch zu Fuß ist das Nilpferd schneller. Es durchläuft die Zielgerade, das war's. Miep, miep. Hallöchen, Roadrunner, wohin so eilig? Warte, alles auf Halt. Der Kojote da holt wahnsinnig schnell auf. Er ist dir dicht auf den Fersen. Der auf Deutsch Wegekuckuck genannte Vogel ist bis zu 32 Kilometer pro Stunde schnell. Und noch mehr, wenn er Hunger hat. Aber im Gegensatz zu dem, was du in Cartoons siehst, ist so ein Kojote in Wahrheit doppelt so schnell. Dafür ist die Cartoon-Version sehr viel lustiger. Auf der ersten Spur haben wir direkt aus dem dichten Dschungel Südamerikas das ewig langsame Faultier. Und direkt daneben, auf Spur 2, eine ganz normale gefleckte Weinbergschnecke. Und das Rennen beginnt. Welches ist das langsamste Tier der Erde? Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 0,3 Kilometer pro Stunde ist es kein Wunder, dass man das Faultier auch als riesiges laufendes Kissen bezeichnet. Ich zumindest. Die Schnecke hat einen guten Start. Sie kann sich in circa einer Stunde durch eine kleine Nachbarschaft bewegen. Dieses knochenlose Lebewesen hat nur einen Fuß, der mit einem Schutzschleim überzogen ist. Es ist zu verschwommen, um etwas zu sehen, aber ich glaube, das Faultier ist noch immer am gleichen Platz. Und es schläft. Wahrscheinlich verpennt es das ganze Rennen. Schließlich kann ein Faultier 15 Stunden am Tag schlummern. Es verschläft mehr als sein halbes Leben. Und schau mal, die Schnecke ist aus dem sonnigen Fleckchen raus. Nächster Halt, ein schattiges Plätzchen. Das ist einfach zu knapp. Wir werden warten müssen, bis das Faultier aufwacht, um das Rennen weiter zu verfolgen. Ein Grizzlybär kann locker einen Menschen überholen. Solltest du picknicken und etwas Leckeres kochen, lass es lieber zurück. Der Geschwindigkeitsrekord für Menschen liegt bei 45 Kilometern pro Stunde, aufgestellt natürlich von Usain Bolt. Der könnte also tatsächlich entkommen. Aber solltest du langsamer sein als er, was du bist, dann steckst du in Schwierigkeiten. Bei einem 1 gegen 1 Wettsprint zwischen Mensch und Grizzly endest du immer als Bärenmittagessen. Aber welcher der vielen Bären ist der schnellste? Eisbär, Grizzlybär, Braunbär, Sonnenbär und der niedlich flauschige Panda. Auf die Plätze, fertig, los! Die Spannung ist spürbar. Grizzly und Braunbär liegen Kralle an Kralle vorn. Ein Braunbär kann locker mit einem Grizzly mithalten. Der Sonnenbär ist der kleinste Teilnehmer in diesem Rennen. Er ist nur etwa 2 Meter lang. Oder groß. Oder was auch immer. Er ist schnell raus. Der Eisbär ist gut losgekommen, aber er hat einfach nicht das Tempo seiner beiden Herausforderer. Der Grizzly übernimmt die Führung. Nein, der Braunbär. Jetzt der Grizzly. Warte, wo ist der Panda? Was macht der denn? Ich glaube nicht, er weiß, dass er an einem Rennen teilnimmt. Aber ist der nicht süß? Ein Panda kann bis zu 13 Kilogramm Bambus am Tag fressen. Das ist eine Menge. Aber er ist gestartet. Er hat eine Abkürzung gefunden und rollt diesen Hang da herunter. Er rast an Grizzly und Braunbär vorüber und es ist vorbei. Der Panda gewinnt. Sorry, Bären. Wir alle wissen, dass so ein Panda nicht gerade schnell ist. Tatsächlich ist er einer der langsamsten Bären überhaupt. Aber solltest du einen auf dich zurollen sehen, dann lauf. Eine Boeing 747 kommt auf eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 1000 Kilometern pro Stunde. Der schnellste Vogel da draußen ist der Graukopf-Albatros. Der kann bis zu 130 Kilometer pro Stunde schnell fliegen und das sogar für bis zu 10 Stunden ohne Landen. Der Wanderfalke ist schneller, aber nur wenn er nach unten schießt, um sich einen Snack zum Mitnehmen zu schnappen. Aufgepasst, Taube! Wow! Große Flugzeuge brauchen lange, um in die Luft zu kommen, aber ein Albatros, der ist nur in wenigen Sekunden auf und davon und liegt vorn. Aber nach ein paar Minuten
zurück nach Zeitlupenstadt. Das Faultier ist aufgewacht. Super. Aber bisher hat es gerade mal diesen Arm zum Ast dort ausstrecken können. Die Weinbergschnecke versucht noch immer, an diesem großen Stein vorbeizukommen. Faultiere verbringen einen Großteil ihrer Zeit so bewegungslos wie möglich, damit sie nicht als jemandes Frühstück enden. Kein sonderlich gutes Renntraining. Aber warte mal, wir haben eine dritte Teilnehmerin, die Galapagos-Riesenschildkröte. Dieser Panzer von einem Tier steht auf mächtigen Vorderbeinen. Sie ist kolossale 4-mal so schnell wie die Schnecke. Jetzt wird es interessant. Wir haben hier ein Rennen, das 100 Jahre dauern könnte. Die Schildkröte läuft und weicht jedem Hindernis aus. Nichts hält sie auf. Hey, nicht schummeln, Faultier. Wirf ja keine Zweige von da oben runter. Tief in der Erde buddelt ein Maulwurf fleißig herum. Ein Maulwurf kann sein Eigengewicht in Regenwürmern verputzen und 5 Meter pro Stunde schnell graben. Der Silberdachs ist das am schnellsten grabende Tier der Welt und er ist überraschend schnell zu Fuß. An einem guten Tag holt er fast einen Menschen ein. Kopf an Kopf gewinnt der Silberdachs das Tunnelrennen locker. Zu schade, dass der Maulwurf nicht sehen kann, wo er hinläuft. Maulwürfe sind nicht wirklich blind, sie sehen einfach nur furchtbar schlecht. Und sie sind farbenblind. Und eine Brille können sie da unten auch nicht tragen. Der stolze Gepard. Er sprintet mit Warp-Geschwindigkeit durch die Savanne. Ich bin seit Jahrmillionen das schnellste Landsäugetier. Ich krieg das hin. Der schnellste je aufgezeichnete Gepard war ein Weibchen namens Sarah. Als sie 11 war, lief sie die 100 Meter in unter 6 Sekunden. Ein Gepard kann bis zu 130 Kilometer pro Stunde schnell laufen, wenn er oder sie etwas Leckeres sieht. Sarah wuchs in einem US-Zoo auf und war in der Zeit einer der ersten Geparden mit einem Welpenkumpel. Alexa und Sarah, best friends forever. Aber direkt über Sarah flattert eine bescheidene kleine Fledermaus und die lässt Sarah langsam aussehen. Die mexikanische Bulldog-Fledermaus kommt auf 160 Kilometer pro Stunde und ist das schnellste Säugetier unseres Planeten. Jetzt ist es Zeit für ein wenig Schrumpfen. Der erste am Startblock ist der australische Sandlaufkäfer. Der schießt mit 10 Kilometern pro Stunde vorwärts. Das klingt nicht nach sehr viel, aber gemessen an seiner Größe ist das blitzschnell. Das wäre, als würde ein Mensch neben einem Hochgeschwindigkeitszug herrennen. Auf der mittleren Bahn haben wir die Silberameise. Ameisen sind Teamplayer und am stärksten, wenn sie zusammenarbeiten. Aber selbst eine Ameise kann wahnsinnig stark sein. Sie kann das Hundertfache ihres eigenen Gewichts heben und sprinten, als gäbe es keinen Morgen. Usain Bolt macht 4 Schritte pro Sekunde, die Silberameise 50. Die Wissenschaft hat sogar herausgefunden, dass diese kleinen Krabbler auf Höchstgeschwindigkeit gern galoppieren. Unsere letzte Teilnehmerin, das schnellste Tier der Erde. Es ist kein geringeres als diese winzige Milbe. Sie ist gerade mal so groß wie ein Sesamkorn. Nach Körperlängen pro Sekunde gerechnet überholt dieses mikroskopische Tier alles und jedes auf dem Planeten. Man geht davon aus, dass es fast 2-mal so schnell ist wie der Sandlaufkäfer und wäre sie so groß wie ein Mensch, wäre sie schneller als der Schall. Aber zurück zu den Kriechern. Sind die schon fertig? Die Schildkröte liegt vorn. Die Schnecke ist endlich an diesem großen Felsen vorbei und das Faultier ist auf dem Weg zu Ast Nummer 2. Die Schildkröte ist knapp 1 Meter von der Ziellinie entfernt. Wow! Viel mehr von dieser Spannung halte ich nicht aus, aber ich glaube, ich habe Zeit für einen Latte. Also, du tauchst im Ozean, beobachtest Korallen und bunte Fische, die vorbeischwimmen, als plötzlich ein riesiger Schatten über dir auftaucht. Du schaust nach oben und siehst eine riesige Kreatur, die auf dich zukommt. Ihr Maul, ein klaffender Abgrund. Entspann dich, bleib einfach ruhig und es wird dir nichts passieren. Dieser Leviathan ist ein Riesenhai. Eines der furchterregendsten Seeungeheuer, das aber niemandem wirklich Schaden zufügen kann. Riesenhaie sind Filterfresser, genau wie Bartenwale. Sie öffnen ihre großen Mäuler, um Plankton zu schlucken. Und sie haben nicht einmal Zähne. Es ist spät in der Nacht im mittelamerikanischen Dschungel. Du bist in der Wildnis, um Vögel zu beobachten. Dann hörst du Flügelschläge und aufgeregt schaust du durch deine Nachtsichtbrille. Nur um ein Gesicht aus deinen schlimmsten Albträumen zu sehen. Ah, schrei nicht, sonst erschreckst du es. Das ist eine völlig harmlose Fledermaus mit Greisengesicht, die sich kein bisschen für dich interessiert. Es ist eine Fruchtfledermaus, die in ihren Gesichtsfalten Fruchtstücke und Saft für später sammelt. Übrigens, sie bekamen den lateinischen Namen Centurio Senex wegen ihrer Ähnlichkeit mit einem 100 Jahre alten Menschen.
Wenn du durch einen nepalesischen Nationalpark spazierst und beschließt, dir das Gesicht im nahegelegenen Fluss zu waschen, wirst du vor Angst erstarren, denn ein Krokodil schaut dich aus ein paar Metern Entfernung an. Dann hebt es seine Schnauze über das Wasser und du atmest erleichtert auf. Es ist ein Gaviales. Diese Reptilien haben lange und schmale Schnauzen, mit denen sie effizient Fische fangen können. Und ihr Aussehen beschützt sie, selbst als Beute gejagt zu werden. Gaviales sind scheue Fleischfresser und verkriechen sich schnell beim Anblick eines Menschen. Im Moment gibt es nicht mehr als 1000 dieser Krokodile auf der ganzen Welt. Also lass es gut sein. Besonders wenn es ein Gaviales Mädchen ist. Ha. Du gräbst deinen Garten um und bemerkst, dass sich auf deiner Schaufel etwas bewegt. Du schaust genauer hin und lässt die Schaufel fallen. Eine kleine Kreatur, die wie ein feindlicher Außerirdischer aussieht, huscht weg in irgendeine Höhle im Boden. Keine Panik, das ist nur ein Maulwurf mit einer Sternnase. Diese Maulwürfe haben eine merkwürdige Schnauze. Sie sieht aus, als wären sie von innen heraus gesprengt. Ihre Augen sind klein und schwach, aber mithilfe des Sterns auf ihrer Nase orientieren sie sich, um Nahrung zu suchen. Sie ist immer in Bewegung und berührt alles, was sie erreichen kann, als ob diese Ranken winzige Finger wären. Oh, du tauchst wieder mehr. Na dann, schau mal nach rechts, da kommt ein echter Hai mit Zehen auf dich zu. Nee, keine Panik, das ist nur ein Sandtigerhai. Er ist weder Sandhai noch Tigerhai, er ist ein gefährdeter, fischfressender Hai, der gemächlich im Meer schwimmt und von Zeit zu Zeit Beute jagt. Es gibt keine Berichte, dass er schon mal Menschen angegriffen hat. Aber er hat Reihen von scharfen Zähnen, also versuch nicht, ihn zu streicheln. Sicher ist sicher. Er sieht gechillt aus, aber wenn du ihn bedrängst, wird er zubeißen, oder? Okay, vom Ozean in die Wüste. Du bist in Australien und sehnst dich nach etwas Wasser. Du siehst eine mögliche Wasserstelle und fängst an, im Boden zu graben. Aber was du findest, ist eine Kreatur, die aussieht, als käme sie aus den Tiefen der Hölle. Sie ist ganz mit Dornen bedeckt. Sie schaut dich misstrauisch an und schleicht dich davon, weil es einfach nur ein Dornteufel ist. Trotz seines ominösen Namens ist diese Eidechse für Menschen harmlos. Diese hornartigen Beulen auf der Haut dienen zum Schutz vor Raubtieren und Raubvögeln. Die Dornen sind hart, aber solange du sie nicht berührst, passiert dir auch nichts. Falls du an Arachnophobie leidest, wird dich das jetzt wenig beruhen. Aber die schwanzlose Geißelspinne, der du in Nord- und Südamerika und auch in Asien und Afrika begegnen könntest, hat mehr Angst vor dir als du vor ihr. Diese albtraumhafte Kreatur hat keinen Stachel und weiß nicht mal, wenn sie bedroht wird. Das Schlimmste, was sie tun könnte, und nur wenn du sie wirklich in die Enge treibst, ist, dich mit ihren Vorderbeinen zu stechen, was winzige Einstichstellen an deinem Finger hinterlässt. Es gibt Leute, die halten sie sich als Haustiere und diese Spinne ist auch ziemlich anhänglich. Ja. Falls du mal über eine Höhle stolperst, aus der dich ein haarloses, großzahniges Geschöpf anstarrt, keine Panik, lass es einfach in Ruhe. Der Nacktmull ist die Sphinxkatze unter den Nagetieren. Sie sind enge Verwandte der Maulwürfe, aber nackt. Und sie sind auf ihre eigene Art faszinierend. Wegen ihres komplett unterirdischen Lebens sind sie fast völlig kaltblütig, können sich aber an jede Außentemperatur anpassen. Und ihre schuppige, faltige Haut spürt keinerlei Schmerzen, sodass Nadeln und Stacheln und auch scharfe Zähne den Nacktmull nicht abschrecken. Du hast dich wieder einmal im Dschungel verirrt. Diesmal auf Madagaskar. Du bist eben viel unterwegs. Die Nacht ist hereingebrochen und du suchst Schutz. Und als du glaubst, einen geeigneten Baum gefunden zu haben, der dir als sicherer Unterschlupf dient, erstarrst du vor Angst. Eine schwarze Hand mit langen Fingern erscheint auf dem Ast des Baumes. Zwei riesige gelbe Augen starren dich an. Dann siehst du ein zottliges Gesicht und erkennst, dass es ein Lemur ist. Ein Lemur-Ei-Ei, genauer gesagt. Dieser Primat lebt in Madagaskar und kommt nur nachts raus. Du hast also Glück, ihn zu sehen. Er erfüllt in den Tropenwäldern die Rolle des Spechtes. Er klopft auf Baumstämme, um Käfer zu finden und pult sie mit seinen langen, schrumpeligen Fingern raus. Müde vor Angst suchst du deinen Weg nach Hause, aber es ist noch nicht vorbei. Eine große, rot-weiße Schlange kreuzt deinen Weg. Sie zischt und lauert darauf, dass du dich bewegst. Du weißt, dass es ein Korallenotter ist, eine wirklich giftige Art. Du bleibst auf deinem Weg stehen und erst als sie endlich weiterkriecht, erkennst du, dass es eigentlich ein Dreiecksnatter war. Sie imitiert nur giftige Schlangen, nicht nur den Korallenotter. Damit schützt sie sich vor Raubtieren. Aber da du wahrscheinlich kein Schlangenexperte bist, ist es immer besser, sich von ihnen fernzuhalten. Okay, diese Kreatur wird deine dunkelsten Träume heimsuchen. Ein riesiger afrikanischer Tausendfüßler. Er ist groß, er ist glänzend schwarz und er hat hunderte von winzigen Krabbelbeinchen. Und wenn er noch Kulleraugen hätte, könnte er sogar niedlich sein.
Vielleicht ist das der Grund, warum so viele Menschen ihn als Haustiere halten. Das und weil er bis zu 10 Jahre alt werden kann. Diese Riesentausendfüßler können nicht beißen. Ihre einzige Verteidigung ist, sich zu einem engen Ball zusammenzurollen und Flüssigkeit aus den Hautporen abzusondern, die zu Irritation führt. Wenn du dich traust, ihn zu berühren, dann reib dir danach nicht die Augen oder die Nase, denn das könnte ziemlich unangenehm werden. Die Goliath-Vogelspinne ist noch so ein beliebtes Haustier. Sie ist für Menschen ungefährlich, obwohl sie wie der schlimmste Albtraum aussieht. Sie zählt zu den größten Spinnen der Welt und wie ihr Name vermuten lässt, jagt sie kleine Vögel. Aber sie gehören nicht zu ihrer normalen Nahrung. Diese Spinne bevorzugt Würmer und Amphibien. Aber erschreck sie nicht. Sie kann beißen oder zur Selbstverteidigung ihre Haare abschießen. Ihr Biss fühlt sich an wie ein Wespenstich und ihre Haare können schwere Reizungen auf der Haut verursachen. Aber meistens ist dieser sanfte Riese sehr schüchtern und wird bei deinem Anblick das Weite suchen. Oh je, eine weitere Schlange nähert sich dir und das ziemlich schnell. Du bist kurz davor, dich umzudrehen und davonzulaufen, als du ein schwerfälliges, achtbeiniges Irgendetwas siehst, das sich der Schlange in den Weg stellt und auf sie springt. Es ist ein Spinnentier und es sieht noch schrecklicher aus als die Schlange. Es ist eine Walzenspinne. Aber sie ist weder Spinne noch Skorpion. Diese Kreatur gehört zu einer eigenen Familie. Sie ist der Ursprung unzähliger Legenden, aber in Wirklichkeit hat sie nicht einmal Gift. Sicher, sie kann beißen und ihre Kiefer sind ziemlich kräftig, aber Walzenspinnen können einem Menschen nicht viel mehr antun, als zu beißen. Sie verstecken sich im Sand und graben sich ein, um sich auf ahnungslose Echsen, wirbellose Tiere und ja, auch auf Schlangen zu stürzen. Und jetzt stell dir eine Assel vor. Nicht gerade eine Schönheit, aber da sie klein ist, ist es okay. Und was wäre, wenn sie 10-mal so groß wäre? Nein, definitiv nicht okay. Aber es gibt solche Wesen. Es ist die Riesenassel. Zum Glück lauert sie in tiefen, dunklen und kalten Gewässern. Deshalb wird sie definitiv nicht in deinem Keller auftauchen. Riesenasseln werden so groß wegen des sogenannten Tiefseegigantismus. Tiefseelebewesen müssen großen Wasserdruck, extreme Kälte und knappe Nahrung ertragen. Deswegen ist ihr Stoffwechsel verlangsamt. Diese Asseln bewegen sich kaum. Sie sitzen auf der Lauer, bis ein kleiner Käfer oder ein Krustentier in ihre Reichweite krabbelt und sie daran knabbern könnten. Und obwohl sie von unten wie ein vielbeiniges Chaos aussieht, kann eine Riesenassel dir nichts anhaben, selbst wenn sie es wollte. Die kannst du also streicheln. Schau dir diesen süßen kleinen Keksausstecher an. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine überdimensionierte Sardelle, aber in Wirklichkeit ist es ein unterdimensionierter Hai. Dieser Hai wird nie größer als 55 cm, was ihn aber nicht weniger gefährlich als seine Artgenossen macht. Sie haben ihren süßen Keksnamen erhalten, weil sie eine einzigartige Fütterungsstrategie haben. Sie beißen kleine Stücke von viel größeren Tieren ab und kommen damit davon. Diese kleinen Kerle leben tief unten in der Wassersäule, was sie ziemlich mysteriös und schwer zu erforschen macht. Wir wissen nicht genau, wo sie sich aufhalten, aber sie wurden schon überall auf der Welt gesichtet, besonders in tropischen und gemäßigten Gebieten. Der Keksschneiderhai ist ein totaler Parasit. Er ernährt sich von größeren Tieren, während er sie am Leben hält. Er benutzt seine scharfen oberen Zähne, um sich an die Haut größerer Haie, Fische oder sogar Meersäugetiere zu klammern. Dann holt er mit seinen starken unteren Zähnen ein mundgroßes Stück Fleisch oder Fett heraus. Autsch! Also pass auf, denn selbst große Raubtiere wie Blauflossentunfische, weiße Haie und Spinnerdelfine können mit Narben von diesen kleinen Haien enden. Jetzt gibt es eine verrückte Geschichte über einen Keksschneiderhai, der eine Person gebissen hat. Stellen Sie sich das vor. Ein Langstreckensportler schwimmt nachts zwischen Inseln in Hawaii, umgeben von Booten mit hellen Lichtern, die Beute anziehen. Ja, dieser Schwimmer bekam einen üblen Biss in die Wade, hinterließ eine hässliche Narbe, aber glücklicherweise keinen dauerhaften Schaden. Lektion gelernt. Ärgern Sie nicht mit Keksschneiderhaien während Ihrer Fressorgie. Um so zu jagen, haben sie einen gut ausgestatteten Mund. Der Mund selbst ist wie eine kurze Linie, die quer verläuft, umgeben von diesen großen, fleischigen Lippen, die Dinge aufsaugen können. Es hat eine Reihe von Zahnreihen in seinen Kiefern, wie 30 bis 37 oben und 25 bis 31 unten, und sie nehmen zu, wenn es größer wird.
Die oberen Zähne sind klein und schmal, stehen gerade auf mit einer einzigen glatten Spitzenspitze. Die unteren Zähne hingegen sind viel größer und breiter, fast wie Messer, und sie greifen ineinander, um eine sägeartige Schneidekante zu bilden. Genau wie jeder andere Hai verlieren auch Keksausstecher im Laufe ihres Lebens ihre Zähne. Aber hier unterscheiden sie sich. Sie schlucken ihre verlorenen Zähne. Einige Wissenschaftler glauben, dass sie dies tun, weil sie in nährstoffarmen Tiefenwassern leben und wichtige zahnbildende Materialien wie Calcium recyceln wollen. Das ist doch ein völlig neuer Ansatz für Nahrungsergänzungsmittel, oder? Da sie nachts näher an der Oberfläche und tagsüber tiefer fressen, sind sie fast immer im Dunkeln. So hat dieser kleine heimtückische Hai spezielle lichterzeugende Organe namens Photophoren, die strategisch an seinem Bauch platziert sind. Diese Photophoren helfen ihm, sich mit dem von oben kommenden Licht zu vermischen, ähnlich wie eine Tarnung. Es ist ein klassischer Zug in der Welt der Biolumineszenz. Der Keksausstecherhai hat auch diesen coolen, nicht leuchtenden Kragen um seinen Hals. Einige Wissenschaftler glauben, dass dieser Kragen wie ein eleganter Köder wirkt und ihn von unten wie einen leckeren kleinen Fisch aussehen lässt. Stellen Sie sich vor, wie unwiderstehlich das für eine ganze Bande hungriger Haie wäre. Es ist wie eine Dinner-Einladung, die Sie nicht ablehnen können.